Kuckuck. Da ist er wieder. Herzlich willkommen zu Jack zockt, Jack streamt. Velaya, Gothic 2 Mod. Es geht sofort los um 20 Uhr. Und wir haben noch ein paar Minütchen. Wir versuchen noch mal ein bisschen eher zu starten. Das ganze Ding hier. Damit dann hier. Punkt 20 Uhr alles startklar ist. Dass man ein Spiel drin sieht, ich darf nur nicht wieder vergessen, das Ding hier in den Fenstermodus zu tappen. Ich könnte allerdings auch mal was probieren. Das, was ich bei Gothic, bei Jörgen da online, ich hoffe, das Ding läuft bald wieder, dass wir das Ding versuchen. Dass wir jetzt aber nicht den randlosen Fenster, also diesen Rahmen kriegen. Wenn ich jetzt diesen Rahmen hier kriege, den weißen, dann muss ich das, mache ich das wieder aus hier mit dem Startup Window, was ich gerade gemacht habe. Und dann starten wir ganz normal und ich tappe wieder. Damit hier nicht Standbild ist, das war in einer Passage in der im letzten Stream, wo ich dort die Orks bekämpft habe, das war eigentlich auch einfach scheiße. Wirklich, ich denke da nicht immer dran, wenn jetzt das Spiel runterkippt. Ich. Ich hoffe, ihr hattet ein angenehmes Wochenende. Twitch. Ja, auf dem Tablet dauert das immer so lange mit dem. Bis Discord hochgefahren ist. Wieso habe ich eigentlich noch Steam offen? Weg den Mist. Warum habe ich Steam offen? Weil ich vorhin gerade Shadow of the Tomb Raider aufgenommen habe. Deswegen habe ich Steam noch offen gehabt. Ja. Na, was wird denn hier nun? Ja. Und die ihr hoffentlich sehen könnt. Ihr seht meinen Schrank nicht mehr. Ja, das muss einfach so sein. Ja. Geht sofort los. Wie gesagt, 20 Uhr fange ich an. Bis dahin muss ich noch hier. Na, was ist denn hier? Discord auf dem Tablet stellt die schon wieder stur. So, wie war euer Wochenende? Mein Wochenende war traurig, weil ja auch in der Online nicht ging. Deswegen gab es am Freitag auch keinen Stream. Ja, ich habe mir überlegt, was kann ich da machen? Kann ich hier irgendwie eine Info reinpacken oder so? Aber ich lasse ja meine Zuschauer ungern im Unwissenden. Ich war mir nicht sicher, was ich da. Was ist denn jetzt? Hier geht das Ding überhaupt nicht mehr mit dem Discord hier. Was macht denn der hier? Da kannst du wahnsinnig werden. Quiet Discord, machen wir das ganze Ding nochmal aus. Aber 4 Minuten haben wir noch, dann geht's los. Fressstock. Was? Jörg und Online ging nicht? Fressstock. Das weißt du doch. Ja. Aber zu deiner Info. Ja, es ging nicht. Da hast du ganz recht. Ja, Discord. Tun wir mal hier den Task beenden. Ja. Machen wir den gleich nochmal auf. Ich will das Ding hier bei bis 20 Uhr hier reingepackt haben in den Discord. Mensch, verdammt nochmal. Jetzt lasst mich nie wieder hier dumm sterben. Ja, das ist doch scheiße. Es soll losgehen hier gleich. Gleich, gleich, gleich. Wir können aber schon mal die Modifikation starten. Mal sehen, was er macht hier mit dem Fenstermodus. Dass hier nicht wieder das Standbild kommt. Ach, die liebe Technik. Das sind die besonderen Features von Gothic.
Die wirkt natürlich auch in der Mutter. Also müsste man wirklich in so eine Motten reinpacken. So, ja. Inklusive Features wie Abstürze oder Standbild. Na ja, gut, das Standbild hat man ja nicht im Spiel, das hat ja bloß auch der bloß die Aufnahme. So, jetzt muss ich mal gucken. Ja. Geht ja jetzt hier runter. Jetzt geht er runter. Ich lade jetzt mal den Spielstand. Mal sehen, ob der im Stream. Also den weißen Rand habe ich persönlich hier schon mal nicht. Wie gesagt, ich laufe mit der Belaya aber erst 20 Uhr los. Fünfundvierzig. Hat man zuletzt. Ja. Ich weiß zwar immer noch nicht, was ich jetzt machen soll hier bei Belaya, aber es war schon irgendwie rauskriegen. Also ihr seht schon mal das Ding im Stream. Mauszeiger brauche ich nicht. Ja, geht online ging nicht. Vielleicht hat es der Fresh Store kaputt gemacht. Noch lese ich auch den Ladebildschirm und dann mal die Verzögerung abwarten. So, jetzt sehe ich die Velaya. Ja, wie gesagt, ich laufe noch nicht los. Ich will das erst sehen, ob das im. Ja. Haben wir es jetzt hier? Wirst du mir jetzt mal hier die Seite aufmachen? So, alles da. Wunderbar. Randloser Fenstermodus tut seinen Dienst. Ja, ihr habt kein Standbild. Ihr seht nicht wieder nur den Ladebildschirm. So, es geht gleich los. Ich will nur fix das hier. Wie gesagt, das ist ein Tablet, das ist Discord. So, wir haben es zwar schon 20:02 Uhr. Zeigst du mir überall hier an. Warte, warte, warte. Ihr zeigt mir das Tablet hier 3 Minuten vorher an. Lebt das in einer anderen Zeitzone oder was? Oh, jo. Drei. Guck, guck. Geht sofort los. Wir haben's. 19:59 Uhr. Um 20 Uhr laufe ich mit der Velaya los. Ich pack das dann in ein paar Minuten nochmal rein. Ja. 20 Uhr haben wir es. Damit kann es losgehen. Ja. Und wenn ihr mal wirklich Standbild haben solltet, die das nicht gleich sehe, könnt ihr das gerne reinschreiben. Ja. Hilft zwar nicht denjenigen, die es im Nachhinein auf YouTube sehen, aber ich werde versuchen, drauf zu achten. Ja. Kann losgehen. Jetzt müssen wir erstmal sehen, was wir hier machen müssen. So. Das ist jetzt schon der letzte Stream, der war letzte Woche Mittwoch. Was wollte ich jetzt? Ich habe 13 Lernpunkte, da können wir einkaufen gehen. Ja, nee, hier wollte ich hin. Also noch das Bild, alles da, wunderbar. Gefällt mir. Da lade ich geil. Ja, der Trommler. Für den Trommler mussten wir die Instrumente suchen. Ja. Das Problem ist allerdings, ich habe die Instrumente eigentlich schon gefunden gehabt. Aber noch nicht alle. Ich habe, das war, wenn man aus der Stadt rauskommt, hinten aus dem hinteren Tor. Ich sage jetzt einfach hinteres Tor. War das rechts runter? Frauenverschwörung. Den konnte ich wegen der Frauenverschwörung noch anquatschen. Schatten im Wald. Dort sind Orks. Ich habe Angst vor Orks. Die Velaya geht mir kaputt bei den Orks. Packen wir das hier bei Jack XP da rein. Hier kommen. So. Alles drin. Können wir richtig loslegen jetzt hier. Alles klar. Läuft alles. So. Der Schatten im Wald. Das war hinter Seekops bzw. hinter Fellanshof. So. Larius. Die Sache. Die kommt mehr oder weniger ganz zum Schluss. Das weiß ich noch. Gerüstet gegen die Orks. Ich bin gerüstet gegen die Orks. Was ich gegen die Orks brauche, ist hier Feuer und Mana-Tränke.
Ich habe ja meinen Feuerball. Damit komme ich eigentlich ganz gut gegen die Orks an, außer gegen die Eliten und gegen die orkischen Obersts. Und ich muss hier in dem Wald hier. Muss ich hier. Da ist schon eine Ork-Elite. Ich verschwende jetzt mal einen Feuerball. Hier, wer das letzte Mal nicht dabei war. Hier. Na, was denn jetzt? Die Ork-Elite lässt sich relativ wenig davon beeindrucken. Das stinkt mir gerade gewaltig. Hier festbacken. Aber die Krieger, die schaffe ich damit. Das Problem ist, die kommen hier hoch. Hilfe! 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 Ich brauche einen Teleport. Habe ich einen Teleport? Hier. Weg hier. Hallo. Jetzt fragen wir uns hier mal durch. Ich muss mich wir hier sehen uns. Überall erstmal durchfragen. Weil ich habe hier Spionagenetz. Ja. Wolfgang meint, ich soll mich mal im Hafen umhören. In oder in den Höhlen vor der Stadt suchen. Ich denke, ich vergesse das mit dem Hafen lieber gleich. Letzteres ist wahrscheinlich deutlich einfacher. Deutlich einfacher. Mädel, da draußen sind Orks in den Höhlen. Was erwartest denn du? Deutlich einfacher, sagt sie. Ja, nee, 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 nee. Ach, Mensch, ja. Kuckuck, wen haben wir denn da? Slashnox 10. Herzlich willkommen. Welcome to my stream. That is Valaya. Gothic 2 Mod, ist klar. Valaya, the... Wie ist das auf Englisch? In Gomez Room in Gothic 1 in the Badewanne, was war in Badewanne? The liar, the woman who was was? Jack? No speak Americano, Valaria ist gleich female slave. Slave war das, ja genau, das war das richtige Wort. Dankeschön, Fresh Talk. Mir ist echt nicht drauf gekommen. Was wollte ich jetzt machen? Jetzt habe ich den Faden verloren. Scheiße, hier. Ich wollte in die Stadt. Ich will aber kein Mana saufen, also laufe ich in die Stadt. Ja. Höhlen vor der Stadt. Das ist ganz witzig, Leute. Ich war in der Höhle gewesen, ganz unten in the Female Slave in Gothic 1, Gothic 1 in Gomez Room. And this mod plays after Gothic 2. Ich war links von hier aus jetzt gesehen und links unten war ich in der großen Höhle, wo sich ja im Hauptspiel die Echsenmenschen verstecken. Und dann war ich hier hinten in der Banditenhöhle gewesen. Niemand drin, mit dem ich da reden könnte. Wo sind hier noch Höhlen um die Stadt, außer auf der anderen Seite hinten bei dem hinter dem Felsen neben dem Schiff? Oder eben dort, wo der Cornelius steht. Andere Höhlen fallen mir nicht besonders ein. Höchstens unten in dem Tal und in der Unterstadt Turm, aber das sind auch Orks. Wieso habe ich jetzt Full Life? Ach so. Life Regeneration. Ja, wir gehen jetzt erstmal pennen. Ah ja, braucht Mana. Wie lange haben wir das hier drin? 15.53 Uhr. Zeit zum Schlafen gehen für die Velase. Ja, irgendjemand muss die Arbeit machen, Hanna. Stimmt. Innos zum Gruß. Hast du 10 Stimmen beisammen? Noch nicht. Dann spute dich. Die Wahl ist nicht mehr lange hin. Ja, ich kann nur in 3 Jahren kommen und da sagst du mir, die Wahl ist. Nicht mehr lange hin. War nett mit dir zu plaudern.
Inos zum Gruß. Sagt die hast mir, du 10 Stimmen beisammen? Nein, hör doch, spute dich. Hört doch mal auf zu quaken. Kannst du mir etwas über die Stadt erzählen? Klar, was willst du wissen? Alles. Wer regiert die Stadt? Welche Stadtteile gibt es? Kennen wir alles schon. Mit dir zu plaudern. Und da habe ich alles schon gequatscht. Ja. Raus aus meinem Bett, du schöne Frau. Komm lieber auf meinen Stuhl. Mana voll. Wieso gehe ich eigentlich ins Bett? Der Wassermagier konnte mich doch heilen. Zählt das auch für Mana? Und links. Ich versuche jetzt mal dort bei der hier vor der Stadt die Orks wegzuräumen auf der rechten Seite. Der Menschen und schuf damit das Gegenstück zum grenzenlosen Hass. Und die Menschen liebten mehr als sie hassten. In seinem Zorn tat Belia es Adanos gleich und er schuf ebenfalls Wesen. Ja. Das ist. Genau, I'm playing Velaya. I'm a woman. Warte mal. Stimmt. Wir werden jetzt mal hier erstmal unseren Speicherplatz einlegen. We make a safe game. And then I will speak. Ich will mit einem Kameraden hier reden. Weil ansonsten kann man die Velaya kaum von vorn sehen. Grüß dich. Ja? Siehst du mal von vorn? Ich wundere mich über gar nichts. Mach's gut. Ich weiß gar nicht, warum er sich so aufregt. Ja. Ist das wirklich wahr? Warte. Wo ist es? Warum hört eigentlich keiner auf mich? Ja, that's Velaya. Ich habe was anderes gehört. Du hast also, das ist mein Crawler. Armor. Das ist wirklich nicht mein. Sorry, my English is not so good. Was will ich haben? Feuerball. Bartok, Regis. Dort hinten sind Orks, Leute. No, it's... Guilds doesn't exist in Velaya. I can learn magic. And I can learn sword and. Yeah. From all a little bit. Yeah. Now we will press C. It's B bei mir. What won't you know? Bürgerin. So, das war Bürgerin. I have the circle 2 for magic. I have. Ja. Gut. I want to continue. Ich will weiter. Wir müssen Orks schlachten. Hä? Was war das denn jetzt? Ich hab's doch gerade hier schreien hören. Ah! Who has screamed here? Ah. Next safe game. Where are the orcs? Wo sind die Orcs? Yeah, I got it, buddy. This mod seems good. Have fun. Yo, thank you.
Ochkrieger, ja. Mana. I need Mana. Where is Mana? Hier ist Mana. Mana. Bati piti pi. Mana. Bati piti. Keine Elite. Nee, hör doch, hau ab. Ich will doch bloß in diese blöde Hölle hier unten rein, Mensch. Was ist hier noch? Fireball. Feuerball. Noch mehr Orks? Ich hab Angst vor Orks. Ich meine, bei Gothic 2, Jetzt bist du dran. Was? Spion? Guck mal hier. Ich hab die Spione gefunden. Juhu. I found a spy. Dreckiger Spion. Wie viel sind hier drin? Sind da noch mehr? Was sagen die denn eigentlich zu meiner Armbrust? Nee, am Felsen hängen bleiben. Lauf. Och, Mel. Jawohl, ja. Das habe ich mit voller Absicht gemacht. Ja. Dann möchte ich mir noch eine Mana-Pflanze oder sowas einverleiben. Ja, guck mal hier. Ganz ein Blauflieder essen. Wovon ich Tränke hätte herstellen können. Ja, das brauche ich mal das Ganze gleich noch einmal. Dort drin ist der Obkrieger. Ja. Ah. Der hat sich totgelacht. Ja, speichern. Mana saufen. Sind doch mehr. Ich mach dich fertig. Ja, mach mal. Hey, schau da um. Scheiße. Das ist ein verdammtes Miststück. Da hat da noch einer Feuer auf mich geschmissen. Verdammt nochmal. Immer mal aufpassen, dass ich hier Standbild euch zeige. Mana saufen. I want to save my game. Wo ist jetzt der andere? Oh, komm, Kollege, aber ohne den Ohren. Ich mach dich fertig. Ja, dann mach mich fertig, komm. Herr Öffentlich. Renn so schnell wie du kannst. Ja, mach ich auch. Mana saufen. Ach komm, hier runter damit. Du. Ich mach dich fertig. Was machst du hier vorne? Geh hinter in deine Höhle. Scheiße. Der ist mir noch zu nah. Die Magie hat das, hat die dumme Angewohnheit, auf solche Nähe nicht so schnell, zu reagieren. Und jetzt. Warte mal. Ich bin doch kein Metzger.
Du ich sollst. Bin doch kein Metzger. Du sollst ihm ja auch nie die Arme abschneiden. Du sollst ihn bloß ausbeuten. Ja, komm, ja. Sauf, Velaya. Sauf. Sauf. So eine besoffene Pippi ist da auch mal was Feines, oder? Ja. Orgräser. Speichern. Ach Quatsch, schalte ich nochmal. Na komm, runter. Das Problem ist, die Ork-Schamanen, die brauchen ein bisschen mehr. Konnte ich mit dem Ork-Schamanen damit punkten hier? Ich hab doch noch so einen Scheiß, ja, was bei den Heiliger Pfeil, die Nummer 10. Lauf! Kommt er mir da geschissen? Wobei muss ich den jetzt eigentlich... Ey! Hör doch mal auf mit der Scheiße! Das ist immer in diesen Tränken hapert hier, es ist... Speichern wir das Ganze nochmal, ja, der ist hier. Ja. Zur Taverne? Nee, den Feuerball will ich haben. Dort steht er. Ach verdammt, da war der falsche Saft. Gemach, gemach. 47, bevor mir das Spiel wieder runterknüppelt. Einen braucht er noch. Sicher, sicher, aber ich kenne mich, der haut mich wieder im letzten Moment um hier. Hm. Passt doch. Super. Top. Schiffsaxt. Oh, hier liegt ein Dorder. Wer hat denn bis dort gemacht? Gab es hier noch eine Truhe? Die ist ja leer. Welches Schwein hat das getan? Vorne ist bloß noch so eine hässliche Ork-Elite. Und da laufe ich natürlich nicht vorbei. Ich gehe jetzt gleich in die Stadt zurück mit dem Teleport. Ich bin doch kein Metzger. Velaya, warum willst du den Leuten immer das Fleisch abschälen? Nein, ja. Wolfgar hat mir das aufgetragen. Gehen wir mal zu dem. Ich weiß allerdings immer noch nicht, wie ich in die Diebesgilde unten reinkomme. Das anders gemacht. Einige Probleme erledigen. Müssen wir ja auch noch. Die Hafenmusik von Corinne ist. Alps. Ihr könnt übrigens mal
Das hatte ich ja im letzten Stream schon gesagt. Das war ich nur hier in den Streams sagen, wenn ich mit Valaya hier durch bin. Ja, wenn ich mit Valaya durch bin, will ich vielleicht ein weiteres Gothic-Stream-Projekt machen. Ich liebäugel, dass ich mich mal an Odys hier rantraue, so ein Mammut-Projekt. Oder mal Legend of Asun. Ja, da wüsste ich gern hier mal, was euch lieber wäre, was ich hier versuche. Ja, jetzt rede ich erstmal mit dem Wulfgar. Guten Tag. Ja. Dieses Schreiben habe ich dem Gesindel mutmaßlicher Spione abgenommen. Ich wollte es doch vorher lesen. Sie hingen tatsächlich in einer Höhle vor der Stadt herum. Gut gemacht. Damit können wir Ihnen eine Falle stellen. Wir werden eine Antwort formulieren und Sie am angegebenen Standort hinterlegen. Uns bleibt nur herauszufinden, wo dieser Baum ist. Ich sollte in einer Stunde eine Antwort parat haben. So, warte mal. Wir sehen uns. Wir sehen uns. Ja. Hab da Velaya von vorn. Hier nochmal hier speichern. Jetzt lade ich nochmal neu. Den Speicherstand zurück. Ich will mal das nochmal fix durchlesen, das Ding. I want to read the... Ja. Wo ist das Ding? Pergament. Hatte einer der Spione bei sich? Auweia! Das soll ich mir merken. Warum kommen da keine Anweisungen mehr? Meine Leute sind verunsichert. Lange kann ich sie nicht mehr beschwichtigen. In der Stadt ist alles ruhig. Miliz und Ritter zeigen keine Anzeichen von erhöhter Aufmerksamkeit. Unsere pelzigen und schuppigen Verbündeten können jederzeit losschlagen. Verräter sind das also, okay? Die Ostmauer ist an einigen Stellen so niedrig, dass wir mit Hilfe von Leitern ohne weiteres in das Herz der Stadt vordringen können. Gebt Bescheid, wann mit dem Angriff zu rechnen ist. Hinterlegt die Antwort diesmal beim Baum an der Seeseite. R. Wird sie an der Seeseite R wird sie dort abholen und zum Treff bringen. Gut, okay, jetzt lade ich das Ding wieder rein. Oh, warte hier. Spionagenetzwerk. Okay. Baum auf der Seeseite. So. Na? Verzögerung, lass mich nicht hängen. Ja, gut, ist da. Das wäre wohl dich. Ach ja, scheiß Stuhl. Wolfgirl, der Baum an der Seeseite sollte nicht so schwer zu finden sein. Ja, Mädel, das sagst du. So viele Bäume kommen hier ja nicht in Frage. Wenn die Spione die Nachricht abholen, werde ich ihnen folgen, um das Versteck in der Stadt aufzuspüren. An der Seeseite. Ich glaube, mich noch vage daran erinnern zu können, wo der Kollege das gemacht hat. Baum an der Seeseite. Was für ein See. Wo ist eine See? Es gibt einen See, so einen kleinen Tümpel oben bei Xardas Turm, und es gibt den See oben auf dem, unten, wo es zum Weidenplateau geht. Ja, an der Seeseite. Ja, gespeichert habe ich. Ikito, Kuckuck. Kuckuck und herzlich willkommen zu Extrem-Velaya. Jetzt muss ich zur Seeseite, um Spionagenetzwerk zu machen. Wie lange hast du heute gestreamt, Ikito? Ich habe das noch gesehen, aber ich hatte keine Zeit, hier reinzukommen. Ich war unterwegs, hab's bis auf dem Tablet gesehen. Dass er wieder einen Kampf gegen die Drachen macht. War ein Drachenkampf, oder? Bis 15:30 Uhr. Okay. Ich mache hier wieder mindestens bis 22.
Was? Was danach daraus wird hier von der Länge her, das weiß nur Innos selbst. Oder Belia oder Ananas. So, auf der Seeseite. Ein Baum auf der Seeseite. Habe ich das Ding überhaupt noch oder hat er mir das Schreiben weggenommen? Das hat er mir weggenommen. Schreiben an Cornelius. Habe ich das eigentlich schon gelesen? Achso, ja, ja. Hier, 20.000 Goldstücke hier. Als Einlösung unseres Teils des Handels, ja. Das ist doch so eine... Warte, was schreibt er? War dann zu müde und der Kackdrache wollte sich nicht töten lassen und hat mich mit seinem Atem immer weggeschleudert und selbst geheilt. Ja, so ein Schwein. Welcher war's denn? Wenn er das nicht sieht, kann ich ihn auch nicht. Kannst du bloß mal den Namen von dem Drachen reinschreiben? Vielleicht errate ich sogar, welcher das ist. Man weiß gar nicht mehr, wem man noch glauben kann. Scheiße, es kommt zu spät. Felsendrache, okay. Das hätte er auch selbst Baum auf der Seeseite. Spionagenetz. Ja, an der Seeseite. Felsendrache. Den habe ich geschrumpft. Keine Ahnung, wie ich den platt machen soll. Also, den Felsendrachen, den habe ich geschrumpft gehabt. Ja. Den Feuerdrachen hatte ich dann mit zwei Dämonen überfallen. Den Eisdrachen mit drei Feuerregen, wirklich mit drei Feuerregen. Ich weiß nicht, ob du dort schon warst oder den schon noch machen musst. Auf jeden Fall, den habe ich mit drei Feuerregen gemacht. Und den Sumpfdrachen, der war ja einfach hier mit dem Salfer und mit dem Rott zusammen. Habe ich alles nicht. Ja, die hatte ich mir, die Feuerring, die hatte ich mir extra für mindestens einen Drachen zusammengetragen und extra aufgehoben, damit die Drachenjagd einfacher wird. An manchen Stellen nutze ich doch dann gerne die einfachere Tour. Baum auf der Seeseite. Leute. Habe ich alles nicht. Monster schrumpfen kriegst du, glaube ich, beim Monster schrumpfen muss ich mal schauen, wo ich es herbekomme. Ich glaube, der Zug ist verkauft, der eine in der Stadt. Bilde ich mir gerade ein. Ich kann es dir nicht mit Sicherheit sagen, wo ich die her hatte. Ich habe die, glaube ich, Robles gekauft. Ich glaube, es war Zuris. Wie gesagt, ich glaube. Warum auf der Seeseite? Goblinbeere, die muss unbedingt mit. Das hier oben ist und hier ist noch am See, ist also eine Seeseite. Obwohl die Spione waren ja hinter der, dort in der Höhle dort hinten drin. Wahrscheinlich meinen die auch diesen kleinen Tümpel da an der. Dann sag schon, Bexhalers Turm dort hinten. Was könnte mit Baum an der Seeseite gemeint sein, ey? Oh, guck mal, was haben wir denn hier? Bolzen alle, na klar. Da ist nichts zu holen. Nee, für die Dinger verschwende ich jetzt keinen Feuerball. Oder keine Mana. Habe ich die nie schon gemacht gehabt hier? Du
Haut doch nicht mehr ab, wenn ich euch schlagen will. Na, Enoch, komm, ja. Lächerlich. Kein Metzger. Ja, ich bin auch kein Metzger. Ja, der eine Heiltrank war gerade Verschwendung, da hätte auch eine Keule gereicht. Baum an der Seeseite. Lager. Ach nee, falsches Spiel. Hm. Das Ding, das konnte ich auch nicht ausräumen hier. Da hat der Held ja alles schon geholt für den Crack. Die Kreuzel hier sind, die sind alle leer. Naja, ein Versuch war es wert. Da war wohl jemand vor mir da. Hm. Baum an der Seeseite. Jo, warte mal, haben wir hier Xardas Teleport? Teleport dorthin. Natürlich wieder nicht. Scheiße. Baum an der Seeseite. Das muss doch außerhalb der Stadt irgendwo sein. Diese Sucherei jedes Mal. Am Freitag gibt es wieder Jörg und Online. Ich bin wirklich gespannt, ob das Ding wieder hochkommt. Baum an der Seeseite. Ich bin hier ist ja gerade nicht direkt hier von dem See die Rede, sondern von der Seeseite. Oh Mann, das ist die Seite. Irrer. Der Irre ist tot. Naja. Der hat sich totgelacht. Ja, hier machen wir einen Speicher hier, bevor mir das Spiel hier wieder runterknüppelt. Monster-Schrumpf, das sieht aber dann putzig aus, wenn diese kleinen Drachen dann versuchen wegzurennen. Baum an der Seeseite. Ich würde mir eher vorstellen, dass mit diesem Baum an der Seeseite könnte auch in der Stadt was gemeint sein. Warte mal, wie war das? Wolfgar hat eine Antwort im Figierten und als Köder aussehen lassen. Der Baum an der Seeseite sollte nicht so schwer zu finden sein. So viele Bäume kommen ja nicht in Frage. Die Nachricht abgenommen. Scheiße, dass ich den Brief nicht mehr habe. Hat er jetzt geschrieben in dem Brief, dass das außerhalb der Stadt ist oder innerhalb der Stadt? Was? Schwerer ist. Gieriger Goblin. Ach so. Ach, guck mal an. Was haben wir denn hier? Teleport zu Xardas, ist ja klar. Der gierige Goblin hat es wieder gefressen, der Dreck, sagt er. Ja.
Nee. Jetzt sind wir verkehrt. Baum an der Seeseite. Der einzige Baum an der Seeseite, wenn ich jetzt innerhalb der Stadt was finden müsste, wäre hier oben das Ding. Wo der Rengaro immer hinrennt. Das wäre das Ding. Das ist der Baum, der ist auf der Seeseite von Gorinnes. Keine Ahnung. Und was soll ich da machen jetzt? Der Baum sollte nicht so schwer zu finden sein. So viele Bäume kommen hier ja nicht in Frage. Spielen wir die Nachricht abholen. Abholt werde ich Ihnen folgen um das Versteck. Ja. Ja, ist das nun der Baum dort oder nicht? Ach stimmt, ich brauche ja erst die Antwort, die muss ja erst fertig machen. Klar, die muss ich erst mal abholen. Okay, alles klar. Er bekommt ein goldgefülltes Schaf und 500 Truhen aus Edelholz. Was war das jetzt, ein goldgefülltes Schaf? Wie ich gerade höre, muss der letzte Satz folgendermaßen lauten. Er bekommt ein ganzes Schaf und eine Edelholztruhe. Ach so, das war ja hier diese Verdummung, die dem Sprecher dort gegeben haben. Das goldgefüllte Schafe. Guten Tag. Guten Tag. Hast du das Antwortschreiben? Natürlich. So ein Geheimgelaber muss ich mir täglich aus den Fingern saugen. Da hast du den Wisch. Wir sehen uns. Wir sehen uns. Wir sehen uns. Ja, speichern. Speicherplätze. Jetzt will ich mir das Ding erstmal angucken. Wo ist das Ding? Antwort schreiben. Siegel gebrochen. Haltet euch bereit, der Angriff wird bald erfolgen. Das Erkennungszeichen wird noch festgelegt. Sorgt dafür, dass ihr alle eure weltlichen Geschäfte abschließt. Die neuen Anweisungen folgen in 3 Tagen am selben Ort. Wandelt in Dunkelheit. Jo. Ist das jetzt der Baum hier unten oder nicht? Ich korrigiere. Es muss heißen, heißen muss es natürlich, er bekommt ein goldgefülltes Schaf und 500 Truhen aus Edelholz. Ja, ja. Quatsch doch weiter. Ist das Ding hier? Genau. Brief platziert. Mal sehen, ob sich wer blicken lässt. Da gehen wir mal hier oben irgendwie in Deckung. Ja. Nochmal abspeichern. Das ist ein richtiger Speicherfanatiker. Besser öfter speichern als gar nicht. So. Und jetzt muss ich hier unten dran stehen bleiben, muss ich auf eine bestimmte Uhrzeit warten oder stell mich mal hier hinten hin. Thank you.
Habe ich gerade was überlesen? Ne, da. Da ist er. Da. Wer ist das? Rengaru. Hat er mich entdeckt? Scheiße. Ich habe ja gespeichert. Aber schneller als ich rennt er eigentlich auch nicht, oder? Ach verdammt. Um auf die festzupacken. Ach hier, der ist ins Hotel runter, natürlich. Ja. Schau an. Dieser nette Mensch verkauft also nicht nur Kuriositäten, sondern er spioniert auch für die schwarze Fraktion. Dann mal hinterher, der Kerl ist irgendwo bei Hannah verschwunden. Wie kann das sein? Wo ist der hin? Stimmt, so müsste ich eigentlich auch zur Diebesgilde runterkommen. Aha. Oh, hier. Innos zum Gruß. Hm. Hast du 10 Stimmen beisammen? Nein. Noch nicht. Nein. Dann spute. Wohin ist denn der Mann eben verschwunden? Was für ein Mann? Ich habe gerade Wäsche sortiert. Ich habe niemanden gesehen. Wohin geht's denn durch diese Tür? Naja, genau genommen geht es da zur alten Kanalisation. Und, kannst du mir aufschließen? Ja, ich meine nein, ich hatte natürlich mal einen Schlüssel. Den habe ich einer Freundin geborgt, die ihn nie zurückgebracht hat. Demnächst muss ich mal von Torben das Schloss wechseln lassen. Ich muss unbedingt in die Kanalisation. Kindchen, da unten findest du nichts außer Dreck und Ratten. Glaub mir, du willst da gar nicht hin. Doch, glaub mir, ich muss da hin. Weil du es bist. Es gibt einen zweiten Eingang. Wenn du vom Kai aus nördlich schwimmst, siehst du in rechter Hand. Vermutlich ist er aber ebenfalls verschlossen. Hier in der Stadt laufen gewiss noch Leute rum, die zur Diebesgilde gehören oder gehörten. Moment, hast du eben Diebesgilde gesagt? Ja, die Diebesgilde von Kurinis hatte in der Kanalisation ihr Versteck, bis eines Tages die Miliz auftauchte und reinen Tisch machte. Eine Freundin, Cassia, ist damals draufgegangen. Sie konnte zwar verdammt gut mit ihrem Degen umgehen, aber gegen die Übermacht konnte selbst sie nichts ausrichten. Ich denke noch oft an sie. Wie auch immer, mit einem speziellen Kopfnicken kannst du mit den Mitgliedern der Gilde ins Gespräch kommen. Etwa so? Genau. Von den Strolchen hat bestimmt jemand einen Schlüssel zur Kanalisation. Ich will gar nicht wissen, woher du das alles weißt. Danke. Cassia tot? Nee. Kann es sein, dass dieser zerbrochene Meisterdegen deiner Freundin gehört hat? Zeig mal her. Ja, das ist ihr Degen. Siehst du, hier sind ihre Initialen. Ich gebe dir 50 Goldstücke, wenn ich ihn als Andenken behalten darf. Klar, für dich immer. War nett mit dir zu plaudern. Das habe ich natürlich wieder bis zur Hälfte zugehört. Mit dem Schlüssel. Ja, speichern wir erstmal. 46, 47, 48. Ja. Wie war das jetzt? Warte. Schlüssel für die Kanalisation. Dann hat mir das Erkennungszeichen der Diebesgilde beigebracht. Einige Diebe sollten noch in der Stadt rumlaufen. Jemand von ihnen hat bestimmt einen Schlüssel. Achso, ja. Ich will gar nicht wissen, woher die Frau ihr Wissen bezieht. Die ist der inoffizielle Kopf der Bande. Wovon die dort erzählt hat, dass die Miliz dort unten rein ist und dort blank gezogen hat. Das hatte ich, glaube ich, ein oder zweimal hat die tatsächlich geschafft, dass die Miliz da unten reingerannt ist. Ja. Habt ihr das schon mal gehabt hier auf Restaurant Ikito, wenn ihr dort noch da seid? Hab ich die unten gefunden? Ich weiß auch nicht mehr, ob ich da direkt bei der Miliz war, in der Gilde. Also Neues. Angehörig war der Miliz und das dann gesagt haben und dass sie dann unten rein sind und alle umgebracht haben. Ich habe das mindestens einmal geschafft, das weiß ich. Ich weiß auch nicht, ob es zweimal war, keine Ahnung. Aber mindestens einmal habe ich es gehabt. Habe ich das geschafft. So, jetzt quaken wir mal hier mit dem Halvor. Ihr wollt ja uns ja die Stimme für Hannah nicht geben. Jo, ja. Ich grüße dich. Er sollte lieber den Mund halten. Ehrlich, ich habe es selbst erlebt.
Das ist ja mal eine Überraschung. Ich wusste gar nicht, dass neue Mitglieder aufgenommen werden. Ich wusste nicht mal, dass es noch jemanden gibt, der neue Mitglieder aufnimmt. Du wusstest auch nicht, dass ich wusste, dass du Mitglied bist. Hä? Ehrlich? Habe ich nicht gewusst, dass du wusstest, dass ich nicht wusste? Genau. Hast du einen Schlüssel für die Kanalisation? Kanalisation? Die ist doch seit langem verschlossen. Nee, da kann ich dir nicht weiterhelfen. Das ist doch kein Geheimnis mehr. Er hört erst hellhörig, wie meine Fressschau sagt. Die Liebesgilde unten. Die Hanna hatte gerade erzählt, dass die Miliz dort unten rein ist und dort unten Plan gezogen hat. Ich habe gerade gesagt, ich hatte das einmal selber gehabt oder geschafft, dass die Miliz dort unten rein ist. Na, wollte ich mal wissen, wer das von euch schon geschafft hat. Oder wie das ging oder. Wie gesagt, ich habe es einmal gehabt, ich weiß aber nicht mehr genau, was ich dem André da gesagt hatte oder keine Ahnung. Das ist so lange her. Über 10 Jahre her, Leute. Bis bald. Was war das jetzt? Jetzt war ich wieder hier abgelenkt, Mensch. Nee. Hier oben, hier wir ein Schlüsselwissen. Halvor gehört auch zu der Bande, war ja klar. Doch einen Schlüssel hat er nicht. Natürlich nicht. Wer war noch? Der Nagur, der ist ja tot. Den habe ich ja, Das darfst du keinem erzählen. Der Cardiff. Der Cardiff, der Rengaro, ist ja abgehauen. Er gehört noch zur Liebesgilde. War doch schon vorher klar. Mo? Hey, Türsteher. Du bist doch nichts Neues. Nee. Pass auf deinen Rücken auf. Ja, Cardiff. Es gibt doch nur noch mehr Ärger. Sei gegrüßt, Wirt. Der Brahim gehörte, glaube ich, dazu. Sag das doch gleich, Schwester Nazumpf. Bei so einer Schönheit ahnt es doch kein Mensch. Kann ich etwas für dich tun? Ja, ich muss in die Kanalisation. Dazu benötige ich ein kleines Stück Metall. Ein Kuhfuß zum Aufhebeln der verdammten Gullideckel? In welches Zeitalter bist du denn abgedriftet? Ich brauche einen simplen Schlüssel. Ich weiß nicht, ob ich den so einfach rausrücken darf. Wen musst du denn da vorher fragen? Das ist es ja gerade. Cassia und Ramirez sind verdammtes Fischfutter. Es gibt zurzeit keinen vernünftigen Anführer. Ach, und wer steht vor dir? Wie? Was? Sag bloß. Also, da bin ich ja von den Socken. Du? Versteh mich nicht falsch, aber ich kenne dich nicht einmal. Guck dir Cassia an, guck dir Velaya an. Was sagt uns das? Velaya ist Cassias Zwillingsschwester. So einfach ist die Geschichte. Ja. Was? Von mir erfährt keiner was. Ich bin die neue Anführerin der Diebesgilde. Wenn du mir nicht glaubst, lass mich dich in einem unfairen Kampf besiegen. Kein Problem, wirklich. Heißt das, der übliche Anteil geht an dich? Ich brauche zuerst den Schlüssel, um mein Hauptquartier zu besichtigen. Über alles andere können wir später verhandeln. Da hast du ihn, Chefin. Mich brauchst du das nicht zu fragen. Ich musste immer selbst aufräumen da unten. Also die Antwort hier, die kam hier nicht an. Ich sehe, was war die Frage? Und dann hat Twitch meine Antwort gestockt. Ja, dann der Stream stockt bei mir gerade ziemlich. Also bei mir läuft er flüssig. Ich habe mir auch offen. Ich musste immer selbst aufräumen. Ja, das hatte ich ja. Ja, wie gesagt, ich hatte das ein oder zweimal. Einmal weiß ich, wie gesagt, mindestens habe ich es geschafft. Aber ich weiß nicht mehr wie. Ich komme wieder. Warte mal jetzt. Ich lese immer dein. Warte. Was denn jetzt? Hat mir denn jetzt gegeben? Ich habe auf den Schlamm gehauen, dass es nur so gespritzt hat. Oh, Velaya hat rumgespritzt. Mädchen, die überrascht mich immer wieder. Ja. Aber nee, wir wollen das Ding ja hier ein bisschen jugendfrei halten. Komm weiter. Cardiff hat mir abgenommen, dass ich die neue Diebeschefin bin. Noch wichtiger, ich habe den Schlüssel bekommen. Ja, was sagt denn das? Ab. Runter da. Hier erfährt keiner was. Wie lange ist das hier drin überhaupt? 16.20 oder 28? 28. Ja. Bop, 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 bop.
Ja, speichern wir mal lieber, bevor sich die Velaya hier vielleicht noch verletzt. Ja, und ich mir den Bauchklatscher auf dem Wasser, das soll wehtun. Es tut auch weh. Ich spreche aus Erfahrung. Ja, als Kind mal gemacht. Einfach so Arme, Beine von mir gestreckt, runtergesprungen und batsch. Au, tat das weh, Leute. Guck mal hier, Riesenratten. Na komm her. Liegt entweder an Twitch oder an meinem Internet. Andere Twitch-Streams stocken bei mir auch. Ja, wie gesagt, ich habe das Ding hier nebenbei offen und da ist alles flüssig. Kann ich dir nur so sagen. Ich weiß auch nicht, ob daran liegt, dass ich hier das 1080 streame statt in 720. Ich weiß auch nicht, ob ich das direkt da während des Streams umstellen kann. Ob ich dann Stream neu starten müsste. Da ist nichts zu holen. So, wo ist denn jetzt noch Zeug unten? Für mich, hier steht ein Trank für die Velaya. Hier steht noch ein Trank für die Velaya. Nimm doch den Scheiß endlich mal. Mensch. Das ist aber Truhe. Das ist aber sehr schön, dass der Held bei seiner Plünderung hier unten noch was übrig gelassen hat. Tablet, du brauchst jetzt kein Update. Ja, klar. Ich frage mich sowieso hier, wenn die Leute, die Mod hier gemacht haben, ob die jetzt wirklich jetzt da von persönlichen Erfahrungen ausgegangen sind, dass die jetzt Gothic 2 gespielt haben oder einer von denen Gothic 2 gespielt hat, das und das gemacht hat und das dann als Voraussetzung hier für Velaya genommen haben oder einfach nur allgemeine Sachen so, wo sie gesagt haben, das und das macht jeder. Und zum Beispiel jeder rennt runter und macht die Diebesgilde platt. Das macht ja auch nicht jeder. Wann ist die Tür vom Finger aus? Die Truhe wird eh leer sein. Kanalisation. Hier wurden die Hero Turtles. Ach nee, die Ninja Turtles, wenn die jetzt nicht heißen, die ja. Tür. Tür sogar auf. Ich wette, die Truhe ist sogar auf. Und leer. Die ist ja leer. Welches Schwein hat das getan? Ja, Moment. Wie ich gerade höre, muss der letzte Satz folgendermaßen lauten. Er bekommt ein ganzes. Na, was bist du denn für einer? Bleib stehen. Keinen Schritt weiter. Sonst? Sonst hast du 180 Pfund schlechte Laune gegen dich. Was willst du hier? Und überlege genau. Deine Antwort muss mir gefallen. Ach so. Warte mal, ich wollte zum Anführer. Ich frage irgendwie einfach durch, ich habe gerade gespeichert. Ich bin gekommen, um einen Spionagering auszuheben. Gehörst du dazu? Das ist ja unverfroren. Du marschierst hier rein und verdächtigst mich, ein Spion zu sein? Na schön, du hast ja recht, ich bin ein Spion. Nun versuch mal, mich auszuheben. Ich glaube fast noch mich erinnern zu können, als ich das gesehen habe, dass ich sagen kann, was ich will, er greift mich trotzdem an. Ich bin mir aber nicht mehr sicher. Ich quatsch jetzt alle Dinger durch, die er hat. Bleib stehen. Ja. Jetzt machen wir das Ding. Ich wollte mich nur mal umsehen. Das kann ich nicht zulassen. Ich werde dich wohl umbringen müssen. Das Problem ist, kann ich dann einfach so umbringen oder brauche ich den noch? Ich meine, ich habe ja meine Feuerbälle, die sitzen ja bleib recht stehen. Locker. Keinen Schritt weiter. Sonst?
Ich wollte zum Anführer der Diebesgilde. Diebesgilde? Da bist du etliche Tage zu spät. Die Diebesgilde gibt es nicht mehr. Dafür hat sie ein komischer Typ gesorgt. Wir mussten damals durch eine einzige Blutlache warten. Aber du wolltest nicht wirklich zur Diebesgilde, stimmt's? Du wolltest hier mal ein bisschen spionieren. Wolltest mal nachschauen, was der alte Peck hier unten so treibt. Das kann ich nicht zulassen. Eins noch, bevor du stirbst. Für wen arbeitest du? Ich? Ich bin die Gute. Doch du hast deinen Eid und deinen Gott verraten. Deshalb werde ich dich töten. Wir versuchen mal was anderes. Ich will ja den Dialog mitnehmen. Er bekommt ein ganzes Schaf und eine Edelholztruhe, gefüllt mit 500 Goldstücken. Alles herhören, alles herhören. Bleib stehen. Keinen Schritt weiter. Sonst? Sonst hast du 180 Pfund schlechte Laune gegen dich. Ich wollte hier Urlaub machen. Das habe ich gern. Unser einer schuftet die ganze Zeit und das Fräulein will Urlaub machen. Dann halt mal still, damit ich dir den finalen Erholungswert verpassen kann. Das schaffe ich nicht mit einer Ladung. Dich kriege ich noch! Nein! Scheiße! Dich kriege ich noch! Jawohl, ja! Das ist scheiße, dass die Türen noch nicht mehr zu sind. Er bekommt ein ganzes Schaf und eine Edelholztruhe, gefüllt mit 500 Goldstücken. Alles herhören, alles herhören, meine Damen und... Bleib stehen, keinen Schritt weiter. Sonst? Sonst hast du... So. Versuchen wir das mal auf andere Weise. Den Dialog haben wir gehabt. Mit dem werden wir schon fertig. Oh, runter hier. Was denn nun hier? Ich speichere jetzt aber, warte mal. Erstmal hier. Scheiße. Ich speichere jetzt das Ding hier aber vor der Tür. Na, wo ist er? Da vorne. Pass auf! Puh. Kellerschlüssel zum Hotel. Nichts zu plündern. Wunderbar. Alarm! Hä? Wie Alarm? Oh, du bist es. Irgendwelche Beanstandungen an meinen Waren? Oder bist du beim Taschendiebstahl erwischt worden und musst dich verstecken? Nein, warte. Jetzt hab ich's. Du wolltest hier unten frische Luft schnappen. Schluss mit den Spielchen. Wenn du mir erzählst, wer noch in diese Geschichte hier verwickelt ist, verbessert das deine Lage von Tod durch den Strick auf, sagen wir, 10 bis 15 Jahre in den Minen. Du wärst dann zumindest am Leben und könntest weiter deine Wundermittel an die leichtgläubige Frau bringen. Entscheide dich. Jetzt. Ich bin gezwungen worden. Ehrlich.
Ich hab das alles nicht gewollt. Peck hat mich in Flagranti erwischt. Wo? In Flagranti. Er hat mich vor die Wahl gestellt. Knast oder mal hier und da die Augen offen halten. Das mache ich doch sowieso den ganzen Tag, habe ich mir gesagt. Dass die dann Belia anbeten. Mann, ich dachte, das sind nur ein paar Leute, die zu viel Fantasy gelesen haben. Ich konnte doch nicht ahnen, dass die das ernst meinen. Wer hängt noch mit drin? Ich weiß noch von einem Typen aus der Oberstadt. Und dem Türsteher von Cardiff, Mo. Und der Anführer muss ein ganz hohes Tier sein. Wie die anderen immer vor dem gekatzbuckelt haben. Der aus der Oberstadt und das hohe Tier waren aber immer maskiert. Mehr weiß ich nicht. Ehrlich, lass mich laufen. Ich bin doch bloß ein kleiner Fisch, eine Sprotte sozusagen. So ein schlaues Kerlchen wie du, das hat doch gewiss den maskierten Leuten nachspioniert, oder? Na klar, ich meine, nee, naja. Hey, du kennst dich aber ganz gut in unserem Metier aus. Leider war am Aufgang zum oberen Viertel Schluss. Die Torwachen sind handverlesen. Du wirst dich bei Wulfgar melden. Um eine Strafe wirst du nicht drum herum kommen. Sag ihm, dass ich dich schicke. Und sieh es mal so, in Bolthans Zelle bist du vor den Typen sicher. Danke. Du bist echt nett zu einem armen alten Gauner. Wenn du willst, kannst du mich ja mal besuchen. Ich würde mich freuen. So. Wir sehen uns. Habe ich das mit den Spionen jetzt abgeschlossen? Nee, noch nicht. Ich habe ihn gerade erwischt. Er konnte sich nicht mehr rausreden. Und hat geplaudert. Mo steckt mit drin. Ein Typ aus der Oberstadt und noch ein noch höheres Tier. Wahrscheinlich der Anführer der Bande. Schon der kurze Weg dorthin, ja. Dachte, Schutz ist der Miliz. Hast du... Ich glaube nicht, dass ich da was anderes. Auch mir hat ganz ehrlich nicht gebraucht. Hast derjenige, der mit dem Rest der Ecke handelt... Wo ist jetzt Jana hin? Ich bin doch nicht so sicher. Das ist die beknackte Situation. Ach nee, das müsste ja dunkel sein inzwischen noch draußen. Ja, genau. Oh. Schlafen wir mal bis zum Frühstück. Du hast geschlafen und bist ausgeruht. Innos zum Gruß. Hast du 10 Stimmen beisammen? Nein. Können wir jetzt mal noch mal mit dem Wolf gerade drüber reden? Oder gehen wir erstmal zum Mo? Das mit den Orks, das müssen wir ja auch noch machen. Guten Tag. Guten Tag. Nee, okay. Wir sehen uns. Hallo. Tja, ich... Ja. Wo ist der andere Typ? Wo auch immer. Ja. Jetzt gehe ich mal runter und rede mit Mo. Ein mit Gold gefülltes Schaf. Wer sagt denn sowas? Was du nicht sagst. Meine Art sieht das anders. Sei gegrüßt. Sagt irgendwas dazu? Man selbst ist dann nicht angekommen. Das ist ja interessant. Ich kenne das nicht. Hä? Hey. Und es wird noch viel schlimmer. Jetzt ist er weg, oder was?
Nee, das ist doch ja. Hey, Türsteher. Ich soll dir einen schönen Gruß von Peck bestellen. Ah, von Peck sagst du. Was will er und warum schickt er dich? Er schickt mich, weil er mit durchbohrtem schwarzen Herzen nicht mehr so flink auf den Beinen ist. Aber vielleicht macht Belia ihn ja zum Zombie. Du Mist. Ich verschwinde. Ach, scheiße. Wer sagt denn sowas? Das habe ich schon immer gesagt. Er redet einfach zu viel. Man weiß gar nicht mehr, wem man noch glauben kann. Ich glaube nicht, dass sich daran was ändert. Wo ist der jetzt hin? Das wundert mich nicht. Scheiße, nichts wie weg! Ja, was nun? Jetzt rennt er wieder zurück. Wenn er jetzt verschwindet, hau ich einen Geschwindigkeitsdrang rein, rede nochmal mit dem und renne hinterher. Ich habe so einiges gehört. Das ist wirklich nicht mein Problem. Das hat er doch vorher gewusst. Ist das wirklich wahr? Ja, wo soll er jetzt hin? Wer muss die Arbeit ja machen? Wo will ich das Stopp machen? Ich muss ihn einholen und töten. Ach so. Ich habe was anderes. Irgendwer muss die Arbeit machen. Wo war das hier raus? Der hier. Ich will da nicht dran. Habe ich noch einen Geschwindigkeitstrank? Nee, habe ich natürlich nicht. Gut, dann machen wir das Ganze gleich nochmal. Lauf doch mal hier! Also. Das soll ich mich für Rat alles kümmern. Irgendwer muss die Arbeit ja machen. Das ist ja schrecklich. Tränke, ich brauch Tränke. Er besuchte die Fischer. Das hätte er auch selbst wissen können. Alle luden ihn in die Aus. Das kann ja nicht ewig so weitergehen. Hast du Tränke für mich? Ich grüße dich. Ja. Lass mich. Oh. Irgendwas, was ich hier verklingeln kann. Keiner. Füll einen Schattenläufers, Wolfsfell. Wolfszähne. Den Rest behalte ich mal. Bis bald. Ich glaube nicht, dass sich daran was ändert.
Bing, bing. Bing, bing. Bing, bing. Das darfst du keinem erzählen. Das habe ich schon immer gesagt. Und es wird noch viel schlimmer. Redet einfach zu viel. Ja. Er erzählt alles weiter. Meine Meinung kennst du. Speichern. Den Trunkinhalt skippen. Das hätte ich dir vorher sagen können. Hey, Türsteher. Mich brauchst du das nicht zu fragen. Irgendwer muss die Arbeit ja machen. Das ist ja schrecklich. Das weiß doch inzwischen jeder. Hör auf mit dieser Magie-Scheiße. Nein. Scheiße, nichts wie weg. Na, was denn jetzt? Man darf halt nicht alles glauben, was man hört. Hör auf mit... Mein Gott, ein Kampf. Hör auf mit dieser Magie-Scheiße. Hör auf Scheiße. Mit... Na, warte, du bist Kerl. Ein Kampf. Hör auf mit dieser Magie-Scheiße. Bleib hier. Hier hat keiner was. Na warte, du Miststück. Ich glaube, das lade ich nochmal neu. Was für ein brutales Weib. Oh ja. Ich bin doch kein Metzger. Was für ein brutales Weib. Rennt er jetzt nochmal weg? Oh, mein Schädel. Das nächste Mal werden wir ja sehen. Mal. Wo ist der jetzt hin? Scheiße. Nee, das muss ich in der Laut, das muss ich ja Strafe zahlen. Meine Meinung kennst du ja schon. Hey, Türsteher. Ich soll dir einen schönen Gruß bestellen. Genau das habe ich nicht. Ich habe was anderes. Hör auf mit dieser Magie-Scheiße. Das ist eine schlimme Sache. Bleib stehen. Das kann ja nicht ewig so weitergehen. Komm her, du. Okay. Ich bin doch kein Metzger. Ja, okay. Das hat er wirklich nicht verdient. Na, hast du was zu sagen? Hallo, Milizmann. Bleib wachsam. Haben wir schon mal hier ein bisschen ein paar Punkte dazu bekommen? Nö. Ist das wirklich wahr? Wo hast du das denn schon? Grüß dich. Wir sehen uns. Grüß dich. Peck hat dich verraten. Du bist ein Spion. Würdest du bitte nicht so rumschreien? Meine Kundschaft ist leicht zu verschrecken, weißt du.
Komm mit in mein Haus, da können wir über alles reden. Er wird da bestimmt gegen mich kämpfen wollen, oder? Kannst du nochmal wiederholen, was du eben gesagt hast? Peck hat dich verraten, bevor er starb. Du bist ein Spion für den Tempel der Nacht. Du hast gerade gesagt, dass Peck tot ist. Weiß noch jemand von deinem lächerlichen Verdacht? Natürlich habe ich mich abgesichert und Lord André Bericht erstattet. Er kann jeden Augenblick mit ein paar Milizionären hier sein. Scheiße, ich verschwinde. Weg mit der Waffe! Ich hoffe, dass mein Geschwindigkeitsranking noch hält, noch lange genug. Meine Güte! Mein Gott! Ein Kampf! Steck die Waffe weg! Das ist eine schlimme Sache. Ich glaube nicht, dass ich daran was... So, ich speichere das jetzt mal, ob ich nochmal mit dem reden muss. Ich wäre mir da nicht so sicher. Da kannst du hier nichts dran ändern. Lüttere! Davon lasse ich lieber die Finger. Ich habe was anderes gehört. Oh Mann, mein Kopf! Das höre ich zum ersten Mal. Und Innos pflanzte die aufopferungsvolle Liebe in die Herzen der Menschen. Und nichts zu plündern. Spionagenetz. So, was? Was haben wir hier? Luthero ist der Kapuzentyp aus der Oberstadt. Wie hat Lord André gesagt? Aufspüren und vernichten. Luthero ist tot. Er war wohl der Kerl aus der Oberstadt, den Regaro meinte. Ich habe die beiden Spione erwischt. Lord André wird erfreut sein. Ach, stimmt. Seinen Brüdern mit dem Lord André müssen wir ja drüber reden. Über das Wunder, dann machen wir das mal. Hatte. Der Kapuzentyp, da weiß ich auch, wer das ist. Sag nicht, das hast du nicht gewusst. Aber wir können noch nicht sofort mit dem... Letztendlich wird die Gerechtigkeit... Naja, einfach mal abwarten. Meine Verehrung, Lord. Hast du alle Aufgaben erfüllt? Ich habe einige Spione entlarven können. Diese werden keinen Schaden mehr anrichten. Das sind gute Nachrichten. Haben Wulfgars Hinweise und deine Hartnäckigkeit letzten Endes zum Erfolg geführt? Mit eurer Erlaubnis, mein Lord. War das etwa alles? Ach Leute, was haben wir jetzt hier? Spionagenetz. Da haben wir aber das zumindest mal geschafft. Ein wenig mehr Euphorie seitens Lord André hätte ich schon erwartet. Schließlich habe ich die Drecksarbeit im wahrsten Wortsinne erledigt. Jawohl. Ja. Jetzt muss ich nach oben diese Orks töten gehen und das Amulett bei dem Ritualkreis finden. Ich wundere mich über gar nichts mehr. Das war keine große Sache. Warte mal. Glaubst du wirklich daran? Wie viel wollte der für den... Ich habe für so etwas keine Zeit. Für diese ganzen Dinger hier haben. Ich grüße dich, Ritter. Zeig mir deine Spruchrollen. Böses Vernichten war das. Böses Vertreiben.
Oder war das böses Vertreiben, was ich brauchte? Böses Vernichten, böses Vertreiben. 600. Grobes Preisschwert. Wir sehen uns. Das ja. So was müssen wir jetzt noch machen. Bodo will es wissen. Pfeilwurst für Sagitta. Ich muss sie unterwegs mal irgendwo finden. Frauenverschwörung. Wo wohnt denn hier noch eine Frau, die mit die Namen hat? Das ist wirklich nicht mein Problem. Ja, hör auf zu knacken. Wenn ich reingehe. Raus hier! Ja, raus mit dir! Ja, dann lass mich auch raus. Stimmt mit dem. Kann man mit dem irgendwas reden? Nee. Gehabt dich. So, jetzt haben wir Luther auch getötet. Mo und Luther sind tot. Mit der Kretter hatte ich schon drüber gesprochen. Du musst es ja besser wissen. Das höre ich zum ersten Mal. Mit der Frauenverschwörungssache, ja. Hallo. Hast du Torben von unserem Vorschlag überzeugen können? Hast du meine Federn? Noch nicht. Ach so. Och, Manno. Keine Federn, keine Stimme. Blöde Schlampe. Mach's gut. Ja. Ja, wo krieg ich die Harpienfedern her? Wo sind noch Harpien? Gut, okay. Larius. Gerüste gegen die Orks. Der Herr der Unmenschen. Das Problem ist, im Nahkampf kann ich das gegen die Orks vergessen. Oder man hält ja mehr auch die Mana. Meine Verehrung, Priester Adanos. Hör auf, dich vor jedem zu bücken. Könnt ihr mich heilen? Aber. Auf Wieder. Nö. Kann er mir die Mana auffüllen? Ja, was beibringen, handeln. Kannst du mich heilen? Kannst du mich segnen? Könnt ihr mich. Aber ja. Auf Wieder. Und Innos erhörte die Bitte. Du Depp. Erfüllt von Zorn und Vertrauen in die Kraft. Ich war zwar gerade bei Zuriss, aber naja, egal. Das kann doch nicht wahr sein. Ich grüße dich. Ich grüße dich. Lass mich deine Ware sehen. Lass mich deine Ware sehen. 4 Mana-Tränke. Der hat ja wohl eine Male. Ach oh Gott. Irgendwann musste es ja sein. Eisblock. Das interessiert mich nicht. Ich will noch mal zu dem Steinkreis oben hin. Hier, nimm. Streitkolben, 100. Da kann man sich nicht drauf verlassen. 100 Stärke. Komm, hier, nimm erstmal. Das Gold ist mir wichtiger. Hier, grobes Preisschwert. Rostige Axt. Degen kriegst du noch einen. Rostiges Schwert. Spitzhacke kriegst du geil. Zange. Gehstock. Sichel. Dolch. Armbrust. Leichte Armbrust. Was habe ich jetzt eigentlich? Bis bald. Leichte Armbrust oder die normale? Ach scheiße. Wo gehe ich jetzt hin? Ich gehe nochmal zum Steinkreis hoch. Das will doch keiner wissen. Gehen wir über Aklis Hof.
Problem ist, meine Mana-Vorräte sind gerade ziemlich begrenzt. Wir halten noch mal beim Iskarot an. Was würdest du denn sagen, wie alt ich bin? Du! Genau du! Nee, nicht hier hoch. Obwohl hier hoch könnte man eigentlich auch rennen. Das Problem wären noch die Echsenmenschen. Ich meine, wenn ich einen Feuerregen hätte oder sowas. Ich habe noch die Verwandlung, habe ich die Verwandlung zum Drachenschnapper noch? War das hier, Schattenläufer? Drachenschnapper, genau. Lederbeutel. Ich könnte dann mal was probieren. Ich weiß aber nicht, ob das... Keine Ahnung. So, Kollege. Meine Verbeugung, Ehrwürdiger. Du sollst dich hier jedes Mal vor diesen Küttenträgern bücken, Mensch. Ja. Kann ich mir deine Schriftrollen einmal ansehen? Der hat nur so einen Scheiß. Na, klasse. Feuerball, Wolf rufen. Licht, leichte Wunden heilen, Wolf rufen. Wie viele Lernpunkte haben wir? 13 müssen wir haben. Auf Wiedersehen. 13, genau. Meine Wisst Verbeugung, was? Ehrwürdiger. Welche Zauber kannst du mir beibringen? Ich meine Wolf. Habe ich alles dafür? Wiedersehen. Natürlich habe ich wieder zu wenig Rohstoffe. Allgemeine Infos. Die Runen. Wolf rufen. Zutaten für Wolf rufen. Achso, ich habe glaube ich die Rune, die Spruchrolle nicht. Wolfsfell müsste ich eigentlich noch dabei haben. Das habe ich ja eigentlich noch nicht. Wolfsfell hier, also fällt die Spruchrolle dafür. Gut, okay. Meine Verbeugung, Ehrwürdiger. Wolf rufen, gut, gib her, ja. Ich bin so in so ein Wolf, der ist ja nur wirklich nicht, aber wenn die ganze Bande ja als Ablenkung für Monster. Rune hergestellt. Ja, jetzt saufen wir mal ein bisschen Mana hier. Nehmen wir so hin hier. Jawohl, ja.
Ja. Na los, Bein, komm wieder hoch, ja. Genau deswegen speichere ich immer auf verschiedenen Speicherplätzen. Weil die 47 können wir jetzt natürlich nicht mehr laden. Was gibt's denn hier Neues? Oh, nehmen wir die 46, okay. Mal gucken, ob ihr wieder mehr seht als bloß den Ladebildschirm. Nicht, dass das alles ist. Ich grüße dich. Wie brauchst du das nicht zu sagen? Lass mich. Hatte ich von dem irgendwas gekauft? Ich würde mir so etwas nie erlauben. Ja, hatte ich. Oder Monsterschrumpfen. 250. Da kann man sich drauf verlassen. Das nehmen wir mal mit hier. Ein Eisblöck. Die Eis. Dann hatte ich das alles verklingelt schon hier. Gut, okay. Bis bald. Jetzt müssen wir das alles natürlich nochmal machen. Ja, Bildstar, wunderbar. Ja. Ja, sowas kommt vor. Wir schaffen uns jetzt nochmal die Runde Wolfrufen. Sollte jetzt gar nicht ganz fix gehen. Und dann gehen wir nochmal zum Steinkreis hoch. Beziehungsweise in den dunklen Wald. Wie lange ist das hier drin? 11:49 Uhr. Ich bezahle Söldner, keine Drachenjäger. Wir gehen dann von Akils Hof aus in die Richtung, würde ich sagen. Den langen Weg hier will ich nicht wieder rennen. Da können wir beim Akil auch nochmal schlafen gehen. Ja, um zu verhindern, dass wir mitten in die Dunkelheit reinrennen. Ich weiß nicht, wie stark so ein Schattenläufer gegen so einen Ork war. Oder gegen eine Ork-Elite. Das werde ich dann gleich mal mit einer Verwandlung zum Schattenläufer ausprobieren. So, Kollege. Nochmal speichern hier. Meine Verbeugung, Ehrwürdige. Jetzt bückt die sich schon wieder vor dem Kuttenträger. Ja. Kann ich. Wir brauchen einmal Wolf rufen. Ja, damit. Ja. Welch? Wolf rufen. Auf Wiedersehen. Ja, auf Wiedersehen. Kommt von der Villa, ja, nicht von mir. Ja, das Ding. Feuerball. Wolf rufen. Ohne hergestellt. Wolf rufen. Wer verkauft mir hier noch Tränke? Weil ich bin nämlich ziemlich ausgedünnt momentan, was Tränke hier angeht. Mana-Tränke vor allen Dingen. Wolf rufen. Hier. Machen wir das gleich auf die 4. So, jetzt gehe ich mal zu Akils Hof hoch und von dort aus dann einmal versuchen, als Schattenläufer durch den dunklen Wald zu rennen.
Ich muss ja doch noch die Orks platt machen. Und die Echsenmenschen. Mensch, lauf doch mal vernünftig, Velaya. Wo war die Treppe? Kommando rechts. Ja. Jetzt gehen wir hier nochmal schlafen beim... So, machen wir mal hier hinten weiter. Dann 49. Diese doppelte 48, was mal die 47 war, die lasse ich jetzt mal sein. Sicher ist sicher. Bis zum nächsten Morgen schlafen. So, dann gehen wir gleich mal hier runter. Von dort aus ist dann weiter. Oh ja. So. Speichern. Und wir haben die 50 hier. So. Und jetzt. Handlung Schattenläufer, das ist die 0. Scheiße. Also schön. Starke Punkte zu wenig, na sicher. Was ist mit Drachenschnapper? Ich glaube, das hatte ich schon mal probiert. Och Mensch. Wie viel kostet denn das? Greift mich jetzt. Ach.
Jawohl, ja. Das wird so nix. Verdammt. Leute, so wird das nix. Ich muss erstmal den Wolf daneben loswerden. Aber ob ich die gegen den echsten Menschen dort ankomme. Was? 45, 60. Neuer Plan. Wo ist jetzt der Söldnerhof? Die Nummer 7. Okay, versuchen wir es doch mal hier mit Stärke und so ein Scheiß. Davon lasse ich lieber die Finger. Ich habe für so etwas keine Zeit. Ich wundere mich aber gar nicht. Ach nee, das Stärke, das kostet ja gleich wieder hier 15 Punkte. Ich weiß langsam nicht mehr, was ich glauben soll. Wieso kostet das hier von Anfang an so viel? Warte mal. Das ist doch alles nur Gerede. Mir hatte das nicht. Irgendwann musste sie. Meinst du, mir geht es besser? Das ist wirklich. Hey, Seebär. Ich habe so einiges gehört. 15 Lernpunkte, wieso? Wieso ist das so viel? Mach's gut. Habe ich hier irgendwas verkehrt gemacht? Ja, oder mal. Grüß dich, Kurt. Ich habe da meine eigene Meinung. Von mir erfährt keiner. Das war doch klar. Ich könnte mir so etwas. Sag mir nicht, du hast das nicht gewusst. Meine Meinung will ja keiner hören. Hat sich das jemand sehen? Von mir erfährt keiner. Ich habe doch einiges gehört. Ja, ich hab's getan. Ich hab das Arschloch umgehauen. Der wird so schnell keiner mehr zu nahe treten. Na, das ist mein Mädchen. Ich hab's doch gleich gewusst, dass du es drauf hast. Ach ja? Gleich gewusst? Das konnte ich natürlich so nicht sagen. Das musst du verstehen. Die Leute. Schon gut, ich weiß doch. Jedenfalls danke ich dir, dass du mir diesen Sieg ermöglicht hast. Kein Problem. Aber hör nicht auf mit dem Training. Es warten immer ein paar Kerle da draußen, die sich einbilden, besser als du zu sein. Versprochen. Das ist wirklich nicht mein. Das hat er doch vorher gewusst. Wir sehen uns. Ja. Er hat auf die falschen Leute. Das ist doch angekommen. Das hat er doch vorher gewusst. Ich will aber trotzdem mal zum Steinkreis nochmal hoch, um versuchen, dieses komische Amulett für den Iskaroth zu finden. Hey, Velaya! Was hast du? Die Sache mit da. Du hast diesem Arsch so richtig gezeigt, was Sache ist. Die Frauen auf dem Hof werden jetzt hoffentlich mit mehr Respekt behandelt. Sag mir einfach Bescheid, wenn euch einer dieser Jungs zu sehr auf die Ketten geht. Ich rede dann mal ein ernstes Wörtchen mit ihm. Ich glaube, das wissen sie seit dem Kampf selbst. Einiges gehört. Er hat auch nicht sieht, kann ich ihm auch nicht mehr helfen. Den Dreck kannst du behalten. Bis bald. Ja. Seine Meinung soll ja keine. Taverne 6. Das war noch schon vor. Habt ihr noch irgendwas zu quaken hier? Wie du. Mach's gut. Sag mir nicht, du hast das nicht gewusst. Ich könnte mir so etwas nicht erinnern. So, ich will jetzt nochmal zum Steinkreis hoch. Warte mal. Das ist kein Geheimnis.
Belial-Schreine. Erhalte, muss ich meine Ergebenheit den Kircher gegenüber beweisen. Ich. Dafür soll ich in der Wildnis zu einem steinalten Ritualkreis, um irgendein verschimmeltes Amulett zu finden. Ich bin kein Einspürend oder was? Ja. Das ist nur wegen dem Run jetzt hier, wegen dem. Damit das nicht so ewig dauert. Tschüss. Lauf doch mal geradeaus, Mann. So, da waren wir gleich wieder. Jo. Ja, jetzt müssen wir hier nochmal rumsuchen, wie die Bekloppten. Das Ding muss doch irgendwo sein, was der dort haben will. Das ist eine Heilpflanze. Ach Leute. So, jetzt warte mal kurz. Warte. Ich will gerade. Ich suche immer noch dieses hässliche Amulett hier. Sag mal. In der Wildnis zu einem steinalten Ritualkreis. So,
zu einem steinalten. Ist das nur hier oben der Sonnenkreis oder ist das dort unten das Ding? Hä? Heilpflanze. Weil hier oben habe ich gerade geguckt, wie blöde Heilpflanze. Die muss unbedingt mit. Mann, 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 Mann. Also manchmal sind die Questmarker keine schlechte Sache. Oder das Erzamulett des suchenden Irrlichts wäre mir ja auch lieb hier. An der Stelle. Ritualkreis. Was geht noch als Ritualkreis durch? Wartet mal. Ich mach das jetzt anders. Wartet mal. Hab die Schnauze voll. Ich gucke jetzt mal, na, ob. Ne? Beljahrschreine. Ich will mir jetzt kein Video angucken. Aber fast Seiten vorliegen, jawohl. Das können, um die Stadt zu erpressen. Allerdings könnte ich an der Stelle. Ich bin Kapitel 3 und habe die Zombies. Nee. So weit sind wir noch gar nicht. Geht sofort weiter. Keine Möglichkeit, Spionage absehen zu können. Lutheranboy. Nee, es dauert mir zu lange hier. Wahlkreis. Belio. Was? Was denn nun schon wieder? Oh weia. Jedoch keines ausgeräumt und die Körper sind jetzt weg.
Hallo, hast du ein älteres Safe oder? Kenne ich aber leider nicht. Was denn? Das hatte in Goblin Skelett hatte das Ding. Ich habe die doch eigentlich alle ausgeräumt. Kenne ich aber leider nicht. Altes Safe habe ich leider nicht. Wenn jemand in Saltcode kennt, wäre echt klasse. Getötet. Das besondere Goblin-Skelett ist hinter dem Steinkreis und nicht da, wo die anderen sind. Tja, zudem erscheint dieses diebische Goblin-Skelett auch, nachdem man die Quest bekommen hat. Es ist eigentlich nicht möglich, jetzt schon vorher versuchen, die umzuhauen und dabei das Ausrauben zu vergessen. Den habe ich gebraucht. Ja. Ich will jetzt mal was probieren. Ich leg das mal hier beiseite. Ich gucke hier, das soll ins Goblin-Skelett soll das Ding haben. Aber irgendwie, ich habe hier alles getötet und alles umgehauen, wie es hier rumrannte. So. Wenn das jetzt, wenn ich das Ding jetzt nicht finden soll. Hier steht ein Insert-Code für das Ding und das, da werde ich mir das Ding hier einfach reinzaubern, also reinschieden. Ja. Weil ihr seht, ich habe hier alles umgehauen. Hier ist hinter dem Sonnenkreis, hat auch einer gerade geschrieben. Das soll ein diebisches Goblin-Skelett soll das Ding haben. Ja. Soll auch nicht dort sein, wo die anderen sind. Soll hinter dem... Was heißt eigentlich hinter dem Steinkreis, Sonnenkreis? Das ist auch witzig. Ich meine, hier wäre praktisch hinter dem... Ich werde jetzt nochmal alles abklappern. Wie gesagt, wenn ich hier wirklich jetzt das Ding nicht finde, ich habe ja alles platt gemacht, ich habe auch die Quest mit dem Amulett, dann werde ich wirklich mal hier in die Trickkiste greifen müssen, um hier voranzukommen. Oh, diebisches Goblin-Skelett, habe ich das Ding platt gemacht? Ich weiß es ehrlich nicht mehr. Hinter dem Steinkreis. Ich könnte mir vorstellen, dass die unten das Ding meinen, hinter dem Steinkreis. Aber ich weiß nicht. Habe ich auf dem Felsen drauf doch nicht. Warte mal, habe ich ja hier. Da müsste das Ding hier irgendwo zu sehen sein. Ich bin ja schon so oft lang gerannt, ich habe hier kein Goblin-Skelett gefunden. Ich will so solche Dinger eigentlich nicht mehr hier herbeicheaten, aber wenn ja die Dinge, das Zeug irgendwo fehlt, oder? Ich hab's ja anscheinend auch nicht. Ich beute doch immer alles aus, was hier kreucht und fleucht. Amulett, Eichenhaut, das ist das einzige Amulett. Amulett der Stärke habe ich noch. Mehr Amulette habe ich nicht. Hier nichts mit Goblin-Skelett, gar nichts mehr. Einen älteren Spielstand an der Stelle habe ich nicht. Oh. Ich werde das mal alles probieren, auf legale Art und Weise hier dran zu kommen. Hinter dem Sonnenkreis. Gehe ich jetzt die richtige Richtung? Grimbald. Jetzt sind wir schon wieder beim Grimbald.
Nee, hier will ich doch gar nicht rein. Da drin ist es mir allein ein bisschen zu gefährlich. Wo waren die Goblin-Skelette? Da hinten beim Steinkreis direkt waren die Orks. Hier liegt eine Feuernessel. Ich meine, normalerweise verschwinden die Skelette doch nicht. Das bleibt doch alles liegen, bis ich es ausgebeutet habe. Ich finde hier nichts, Leute. Nichts. Ich werde jetzt mal was probieren. Ich speichere das Ding nochmal hier. Auf der 48. Was ist der älteste Speicherstand, den ich hier habe? 50, 32. Ich lade das Ding hier mal rein. Wie gesagt, ich will. Wenn es nicht anders geht, muss ich ja, oder mal. Belial-Schreine. Wie weit war ich mit dem Belial-Schrein? Ja. Weil da muss ich mal den geben. Ja. Habe ich die Orks dort oben schon platt gemacht? Ich renne jetzt nochmal von hier aus zum Steinkreis hoch, nur um zu gucken. Ich spiele von hier aus natürlich nicht weiter. Wenn das jetzt so wirklich weg ist, dass ich es gar nicht bekomme, dann ist scheiße, wirklich. Ich will ja auch mal vorwärts kommen. Müsste noch der Ork oben stehen. Oder? Jawoll, ja! Mann, das kann ich jetzt überhaupt nicht gebrauchen. In Richtung zum Steinkreis brauche ich auch nicht rennen, dort sitzen noch mehr Orks. Hatte ich hier noch einen Geschwindigkeitstrank? Nee, auch nicht. Ich speichere das Ding oder mal. Mensch, häng dich doch nicht überall fest, Mann!
Das Problem ist natürlich jetzt, dass dort oben immer noch die Orks rumhocken. Ich habe keine Lust hier sinnlos hier noch. Korra, du alter Cheater. Ja, ich habe hier ein Problem. Grüße erstmal, Kuckuck. Ich habe ein Problem, das Amulett hier beim Iskarot, das ist irgendwie beim Steinkreis verschwunden. Ich habe jetzt einen älteren Spielstand hier geladen, um zu gucken, ob das Goblin-Skelett, was das Ding eigentlich einstecken haben sollte, beim älteren Spielstand da ist hier. Deswegen mache ich hier kurz ja, eine schnelle Flitzerei, damit es nicht zu lange dauert. Ansonsten muss ich mir das Ding ja wirklich hier reinschieben. Ach Quatsch, hier. Was natürlich scheiße wäre. Das will ich nicht unbedingt machen. Mit dem Cheatcode hier, ich hoffe, der funktioniert, der hier im Netz drin steht. Kann ich mich an die Quest gar nicht mehr erinnern. Ne, das ist wegen die Billardschreine. Ich muss die Billardschreine zerstören. So, dazu brauche ich den heiligen Hammer von Innos. Und der gibt mir den ersten Iskarot, wenn ich dieses komische Amulett hier bringe, was hier bei dem Ritualkreis sein soll. Hier habe ich meinen Feuerball noch gar nicht. Na super. Ich brauche irgendwas zum Zielen. Ich will bloß sehen, ob hier das diebische Goblin-Skelett dabei ist. Ich meine, selbst wenn. Bei dem Spielstand hier lade ich sowieso nicht neu. Lade ich. Ah ja. 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 Hier oben waren eigentlich bloß die Ork-Krieger. Das ist ja das Problem. Ja, hier sind schon die Ork-Krieger. Nee, Goblin-Skelett. Goblin-Skelett. Diebisches Goblin-Skelett. Hier ist es doch. Und der Ork ist auch noch mal. Ich glaube, das Ding ist mit dem... Scheiße. Ich glaube, das Ding ist mit dem Ding hier verschwunden. Die spawnt, wie man so schön sagt. Na klasse. Ich glaube, ich habe die hier nebenbei mit dort gemacht, wo ich die Orks gemacht hatte. Wahrscheinlich ist das in dem Wahn hier verschwunden. Ich versuche das jetzt nochmal nicht zu machen, weil ich das sehen will. Ich relate gleich meinen normalen Spielstand wieder rein. Feuerfrei. Wenn es jetzt ein bisschen heller wäre, das wäre schön. Nee, einen Orksperr will ich jetzt nicht. Ich will nur die Goblin-Skelette. Oh, da willst du mal kurz was gucken und jeder Scheiß ist dir im Weg. Oh. Mann. Speer will ich jetzt nicht. Natürlich rennen die. Ich warte mal wahnsinnig mit dem Weib. Alle sitze. Ja, Guddeluddel. Ragnarok. Ja, das waren die quatschenden Goblins hier. Ja, wo sind die Dinger? Die waren ja gerade hinter mir.
So. Amulett der Geisterkraft. Das ist das Ding, was der haben will. Alte Münze. So. Ja. Ja, warte mal. Wir versuchen das mal anders. Alles klar, vielen Dank, den habe ich gebraucht. Mein Problem ist gewesen, dass ich die Goblins mit dem Bogen erlegt habe und der diebische Goblin ist wohl vor dem anvisierten Goblin gelaufen und somit gefallen, ohne dass ich den Schriftzug des anderen lesen konnte. Ja, ich glaube genau dieselbe Scheiße irgendwie hatte ich auch gehabt hier. Ja. Aber wie wir sehen, das Ding ist hier nirgendwo mehr. Alles, hier ist alles tot. Ja, gut. Da stelle ich jetzt mich jetzt mal an ein helleres Flächen. Dann hole ich mir das Ding so. Warte mal, da war hier hinten an der Wand gewesen. Ich glaube nicht, dass der noch hier rumliegt. Da hätte ich ihn schon lange gefunden. Nee, hier ist. Wenn der nicht die gespawnt ist. Dann müsste der ja eigentlich noch hier an Ort und Stelle, die kann er dann immer dorthin zurück, wo sie gelebt haben, sage ich mal. Ja. Heilpflanze. Nee. Gut, okay. Hier ist nichts. Da muss das Ding, jetzt ist scheiße, dass die Dinger aber weg und verschwinden. Gerade solche wichtigen Gegner hier, die nicht unbedingt verschwinden dürfen. Hier. Perfekt. Gut, okay. Klasse. Herrlich. Geil. Gut. Problem gelöst. Ja, halt doch die Schnauze. So, wo ist die Taverne Nummer 6? So. Bin ich doch nochmal ums Bescheißen drumrum gekommen hier. So, ab zum Iskorot mit dem Ding. Das ist doch lange bekannt. Wirklich, ich hätte mich wirklich ohne Internet, ich hätte mich jetzt tot gesucht hier. Von mir erfährt keiner. Wird es doch nicht verschwinden. Das ist sehr schön. Das ist ausgezeichnet, Leute. Haben wir es doch noch geschafft, ja. Meine Verbeugung, Ehrwürdiger. Jetzt bück dich nicht schon wieder vor dem Idioten. Ja. Hier ist das Amulett, Meister. Tatsächlich. Das Amulett der magischen Abwehr. Ausgezeichnet, mein Kind. In Innos Namen, hier hast du den Hammer. Geh und vollbringe sein Werk. Dann mache ich mich gleich wieder weiter auf den Weg. Sehr gut. Aber sei auf der Hut.
Beljar wird dir seine Schreine wohlmöglich nicht kampflos überlassen. Och, nö. Mache dich auf ein Gefecht mit den Kreaturen des dunklen Gottes gefasst. Ich glaube, vielleicht hätten wir uns das sogar für den nächsten Stream auf. Mal sehen. Kannst du mir noch etwas mehr über die Standorte der anderen Schreine erzählen? Insgesamt sind es 5 Schreine. Von einem weißt du bereits, ein weiterer scheint irgendwo in Korinnes zu sein. Zudem gibt es einen außerhalb der Stadt. Vermutlich in einer Höhle, gut verborgen vor den Augen der Rechtgläubigen. Einen haben meine Brüder im Südosten gespürt. Seltsamerweise in großer Höhe. Und ich wette, dass der alte Xarthas sich ebenfalls einen persönlichen Schrein errichtet hatte. Ach, wie kommst du auf das schmale Brett? So, jetzt haben wir endlich das Amulett hier. Können wir endlich mit dem Billardschrein weitermachen. Den Hammer, meine Tochter, bringst du natürlich zurück. Natürlich. Ja, du hast doch eine Macke. Ja. Aber wir brauchten nicht, doch nicht bescheißen. Ausgezeichnet. Ja, Xarthas. Fangen wir bei dem mal an. Gegen die Kreaturen der Unterwelt kämpfen. Na, wunderbar. Ich dachte, ich kann mir hier ein paar kampflos hier ein paar Lernpunkte hier ergattern. Aber nö. Ah! Skelette! Ich hau ab. Ich hab keine Mana mehr. Sag mal. Nee. Ich brauch meinen Feuerball dazu. Mit dem Feuerball, da fallen die auch bei einem kleinen Windstoß um. Nochmal dorthin. Ich hab mit der Mana, das ist scheiße, ist das Feuerkraut, Mana Bonus. Hier fress mal Feuerkraut. Noch was speichern. Ach, die wollen ganz oben. Habe ich mit dem jetzt noch gar nicht gequatscht oder was ist hier? Och man. Meine Verbeugung, Ehrwürdige. Das hatten wir alles schön. Auf Wiedersehen. Noch einmal das Ganze. Hat er gerade einen Goblin gequetscht? Das war's.
Nee. So, das speichern wir jetzt nochmal auf die 50, ja. 48, aha. Ne, hier hin. So, jetzt aber. Natürlich ist schon wieder die Mana alle. Ach komm, ja. Du dich von hinten anschleichen hier. Noch mehr? Bestimmt soll ich an ihn noch. Speichern. Nö, nee, hat er nicht näher reingeholt hier. Ja. Aber keine Untoten vernichten, auch so ein Scheiß. Ich jetzt meinen letzten Mana-Trank jetzt saufen. So, danach ist es vorbei mit der Rumzauberei. Vielleicht mit dem Ding im Nahkampf fertig. Hau zu! Da ist nichts zu holen. Na bitte, geht doch.
So, warte mal. Hey. Ah. Ja. Wie viel brauchen wir bis zur nächsten Stufe? Ach, scheiße. Hatte der ein Bettchen hier für mich? Rostiger Zweihänder, Skelett. So. Hä? Han ich was gehört? Jetzt habe ich ja gesagt, natürlich ein tierisches Problem. Mana alle. Nein. Der nächste Bildschrein, den Billiardschrein, so hin will, der ist aus dem Stadttor raus hinten und rechts runter. Jetzt will ich mal das zu dem. Das ist doch kein Geheimnis mehr. Der hier hinten hatte da noch Zeug, oder? Und das wird noch viel schlimmer. Warte mal, ich habe da Lernpunkte. Kann ich irgendwo Alchemie lernen, dass ich mir Tränke brauen kann? Skandal um Rosi. Kannst du mir das Tränkebrauen beibringen? Ich glaube, dafür reicht's noch. Ich kann dich folgende Tränke des. Ja, ja. Trank der Geschwindigkeit. Zeig. 200. Was ist eine Macke? Ich gehe dann mal. Kann ich das schon? Warte mal, ich muss ja irgendwo. Müsste ja irgendwo mit drin stehen. Alchemie gelernt. Ja, super. Wie viel Mana-Tränke brauchen können? Wer ist noch Alchemist außer jetzt der Cornelius? Ich grüße dich, Meister. Was für Pflanzen kann ich bei dir erwerben? Wir sehen uns. Adamus wachte über ihn, als er in den Strom stieg und den Baumstamm an das Ufer zog. Der heilige Argon entzündete ein Feuer, an dem sich die entkräfteten Menschen wärmen konnten. Meine Verehrung, Priester Adamus. Könnt ihr mir auch etwas beibringen? Von mir kannst du lernen, wie du deine magischen Kanäle weiter dem Mana-Fluss öffnen kannst. Und wenn du die Kunst der Runenherstellung beherrschst, kann ich dich in den Grundkreisen der Wassermagie unterrichten. Ach, das ist wieder extra, oder was? Öffne meine Kanäle. Da ist noch, wir Männer sind Schweine. Alle Lachwerchleier. Öffne meine Kanäle. kann ich mit euch handeln? Ja, heil mich erstmal hier. Könnt ihr mich heilen? Aber ja. Ja. So, kann ich mit euch handeln? Kann ich von euch Spruchrollen der Wassermagie erwerben?
Eigentlich ist Bruder Kronos der Händler bei uns. Er hat mir aber einige Sprüche... Quark ihn so viel. Benötigtes Mana 5, Schaden 100. Was hab ich denn hier eigentlich alles? 5. Mal gucken, ob, das, ob, sich das, ob sich das überhaupt lohnt. Und weil die Fischer die Schwächeren waren, ja, was macht denn der eigentlich? Als erstes um deren Bedürfnisse. Magieschaden 75. Mana-Kosten. Meine Verehrung, Priester Adanos. Ich hab doch gerade gespeichert, oder? Ja. Ich lerne jetzt erstmal, ich hoffe, dass... Weil das Ding hier, das ist die Eislanze. Mana kosten 5, Schaden 100, das klingt schon mal vielversprechend. Weil ich weiß nicht, ob ist das Kreis 1? Ist das schon Kreis 1? Geysir. Das wäre natürlich noch schlecht, noch genialer. So, warte mal. Okay. Zeige mir den ersten Kreis des Wassers. Den ersten der magischen Kreise zu betreten, bedeutet die Anwendung magischer Runen erlernen. Jede Rune birgt in sich die Struktur eines speziellen Zaubers. Durch den Einsatz deiner eigenen magischen Energie bist du in der Lage, den Zauber der Rune zu wirken. Doch anders als Spruchrollen, die auch eine Zauberformel sind, sorgt die magische Kraft, die der Rune innewohnt, dafür, dass die Struktur des Zaubers erhalten bleibt. Jede Rune ist eine Quelle magischer Kraft, auf die du immer wieder zurückgreifen kannst. Deine eigene magische Kraft verbraucht sich beim Benutzen der Rune, wie bei einer Spruchrolle. Mit jedem Kreis, den du lernst, lernst du auch die Möglichkeit, weitere Runen zu benutzen. Nutze die Kraft der Runen, um dich selber zu erkennen. Zweiten Kreis, warte mal, welche Zauber? Welche Zauber kannst du mir beibringen? Die eher drauf kommen sollen. Licht. Blitz. Nee. Das ist Schrott. Unterrichte mich im zweiten Kreis der Magie. Du hast erkennt. Ja, ich drück das jetzt weg, ist mir egal. Welche Zauber kann... Eislanze, Eispfeil, blitzleichte Wunden heilen. Geysir ist hier noch nicht dabei. Die Eislanze will ich haben. Da brauche ich noch 5 Lernpunkte dafür. Wie gesagt, da hätte ich wirklich eher drauf kommen sollen. Auf Wiedersehen. Also bei 5 Mana-Kosten. So zürnte er. Dieser Landstreicher wagte sich als erstes. Ist das wirklich das gleiche wie bei den Wörtern? 5,25. Dem Hochgestellten die Ehrerbietung zu erweisen. 5,25. Das ist das gleiche wie bei den Spruchrollen. Und in seinem Herzen erstand ein Hass, den Belia selbst ihm einpflanzte. Das ist besser als der Feuerball. Als die Unglücklichen nach einigen Tagen wieder zu Kräften gekommen waren, sprach er weitaus besser zum heiligen Argon. Wie viel brauche ich noch? Quatsch. Wie brauche ich noch? Knapp 2000. Du hast mir das Leben gerettet. Wenn du selbst einmal Hilfe benötigst, dann brauchst du es nur zu sagen. Hä? So, okay, was müssen wir jetzt noch machen? Der Trommler. Frauenverschwörung. Frauenverschwörung. Die Schatten im Wald. Wie gesagt, mit den nächsten Lernpunkten, ich habe ja hier keine mehr. Naja. Dieselbe Zusicherung gaben die anderen beiden Fischer. Der Fürstensohn Gerüst jedoch gegen dachte, die Orks. Wenn er zu mir kommt, ja, dann Unmenschen. Dann werde ich ihn töten. Ja, vielleicht helfen die Eiszauber dann auch gegen die Ork-Elite. Haben wir eine Ork-Elite hier in der Nähe, die ich ausprobieren kann? Keine Ahnung. Minecrawler-Platten für Matteo. Konstantinos Spezialtrank, bessere Preise. Was waren hier? Reiserunde, der verlorene Ring, was war das denn gewesen? Händler vom Marktplatz gegangen, das hat
Der Ring verloren muss irgendwo zwischen der Taverne und der Brücke, aber nicht auf dem direkten Weg. Taverne Nummer 6. Irgendwo zwischen der Taverne und der Brücke. Oder habe ich das Ding schon? Ist das wirklich wahr? Immer wieder das Gleiche. Was ist mit deiner Sache? Zwischen der Taverne und der Brücke. Habe ich da jeden Scheiß eingesammelt. In der Höhle war ich, glaube ich, auch drin. Das ist kein Ring. Ja, verloren, das muss irgendwo zu. Er hat mich gebeten, ihn zurückzubringen, stellt sich das einer vor. Zwischen Brücke und Taverne. Beim ganzen Krempel hier mit dabei. Ich verstehe, welcher war das jetzt? Marktplatz Hakon. Ich habe da hier auf dem Zeug eingesammelt. Gold. Na, wo ist es denn? Das war auch ein Moll. Das gibt's doch nicht. Spätestens 23 Uhr mache ich dann Feierabend für heute. Es ist eine Brücke und Taverne. Hier hinten eigentlich schon. So. Das muss die Stelle sein, die Hakon meinte. Die Wurzel, die man sich nicht mehr verirren kann. Da muss blau wie tausend Kilometer gewesen sein, wenn er hier in der Gefahr ist. Was da war, ist. Geh ich dann halt pennen für Mana. Was auch immer die Valaya jetzt von sich gegeben hat. Ich habe kaum ein Wort verstanden. Truhe. Ein paar Dietriche wären hilfreich. Jawoll.
Müssen wir die Verane zwar auch nochmal machen, aber naja, okay. Die Richtung war richtig. Hey. Nein, Mensch. Kriegen wir, wenn wir einzeln rausgelockt, ja. Hey, sag mal, wo renne ich denn hin hier? Stelle sein, die Harkon meinte. Ist mir ein Rätsel, wie man sich hierher verirren kann. Der Kerl muss blau wie 1000 Tymora gewesen sein, wenn er hier entlang gefahren ist. Aber bitte nur einer. Ja, ja, du bist kein Metzger. Wenn dann eine Metzgerin, bitte schön, du bist doch eine Frau. Na komm. Ganz toll. Ja. Speichern wir das ganze Ding hier erstmal, bevor ich hier wieder runter springe irgendwo. So, der nächstes Trieb werden wir uns dann um die Belial-Schreine kümmern. Weil hier, ich werde jetzt auch noch, erst noch den Ring hier suchen. Ob ich den finde. Ja, ich sehe ihn. Ja, und dann. Was? Ach nee, das war ja bis der Baron. Das muss die Stelle sein. Ist mir was wie hier. Tymora, was sind? Velaya und ihre spöttische Art und Weise jetzt mal. Immer wieder dasselbe. Hmm.
Rostige Axt. Was? Kohle. Und wo hat er jetzt diesen blöden Ring? Kohle. Oder muss ich dem das sagen, dass ich hier überhaupt nichts gefunden habe? Ich glaube, mir kommt da wirklich sowas gerade in den Sinn. Wie das war mit der Quest. Ich weiß es nicht mehr genau. Jetzt müssen wir die Truhe dort aufkriegen. Dann müssen wir wahrscheinlich, da wir nur noch einen Dietrich haben. Trank. Zange. Apfeltabak. Pech. Gold. Ja. Speichern. Rechts. Links. Links. Rechts. Rechts. Links. Links. Rechts. Rechts. Links. Ha. Aber hier ist kein Ring. Ich kann diesen verdammten Ring hier nicht finden. So. Gut, dann gehen wir jetzt die Hafenstadt. Ja. Steck doch mal das Ding weg. Das machen wir jetzt noch zu Ende. Mit dem Ring. Gibt ein bisschen Erfahrung. Wie viel brauchen wir noch? Naja. Wie gesagt, dann holen wir uns die Eislanze. Wie gesagt, hätte ich wirklich früher drauf freuen kommen müssen, dass der Wasserkreis hier extra ist. Dann brauche ich Mana. Wo sind die Goblins? Ach, die waren glaube ich unten in der Kanalisation. Warte mal, war denn hier auch? Hallo, Händler. Liebesgilde. Schlimme Zeiten sind das. Nee, aber hier ich nicht. Ich komme wieder. Ja, ich komme auch wieder. Hat Terni nie noch irgendwas hier? Hallo, Errol. Errol? Was hast du? Scheiße. Hat auch keine Bolzen. Komm, leck mich doch. Pass auf dich. Ja, Belaya. Das ist wirklich nicht mein Problem. Warum soll ich mich denn noch alles kümmern? Er arbeitet auf dem. Das habe ich früher nein, auch. Sei gegrüßt. Das ist doch falsch. Mach's gut. Das ist doch alles nur Gerede. Ich hab's mit eigenen Augen gesehen. Das ist doch kein Geheimnis. Entschuldigung. Keiner wissen. Ja. Ich grüße dich, Händler. Das ist doch alles nur Gerede. Ich habe deinen Ring nicht an der angegebenen Stelle gefunden. Das glaube ich gern. Ich habe nämlich nochmal nachgedacht. Ich glaube, ich habe mich geirrt. Na toll. Nach der Flucht hatte ich ihn noch. Ich glaube, ich habe ihn verloren, als ich bei Akil von zwei Wölfen die Treppe runtergejagt wurde. Bist du sicher? Ganz sicher. Na, da werde ich deinen Ring ja dann finden. Ganz sicher. Lass uns handeln. Ich glaube, die Pointe von der Geschichte, die kenne ich schon. Wir sehen uns. Ah, ich will nichts verraten. Das ist doch alles nur Gerede. Er muss die Arbeit ja machen. Bei Agils Treppe, bei der Treppe hier, also. Was macht ihr dieses Jahr zu Weihnachten? Hm.
speichern wir nochmal das ganze Ding hier auf der 49. So, hier bin ich. Dann sperre ich mal die Augen auf. Immerhin verspricht Hakon eine großzügige Belohnung. Ich denke, ich spinne. Hier ist kein Ring. Ich habe hier alles abgegrast. Ein Ring wäre mir aufgefallen. Ich wusste ganz genau, dass wir hier keinen Ring finden werden. Das habe ich nicht nur so geglaubt oder so, ich wusste es wirklich, Leute. Genau, ist das Gewisski oder sowas, weil es so klar drin aussieht, aber das ist nur frisches Rohrquell. Auf Deutsch. Wasser. Müssen wir erstmal wieder einkaufen gehen. Um mir Wasser zu kaufen. Ich trinke Wasser, weil ich mal kein Wasser mehr habe. Ja, mein Mineralwasser ist alle. Es ist leer. So, jetzt macht er mal die Schnauze auf. Ja, los, komm. Ich grüße dich, Händler. Das habe ich noch gar nicht gewusst. Wenn ich es nicht mit eigenen Augen. Ich habe deinen verdammten Ring nicht gefunden. Ich hab's verrissen. Ich hab's voll verrissen. Mensch. Was meinst du damit? Tut mir leid, dass ich dich durch die Wälder gejagt habe. Ich hatte den Ring die ganze Zeit dabei. Ehrlich, der muss mir vom Finger in dieses Loch in meiner Tasche gerutscht sein. Na klasse, ich hab ja auch sonst nichts zu tun. Ja, tut mir leid. Ich mach dir einen Vorschlag. Such dir was aus meinen Sachen aus. Ich schenk's dir. Und dann vergessen wir die Sache. Einverstanden? Gut, einverstanden. Dann zeig mal, was du hast. Ich hab's gewusst, Leute. Ich hab's gewusst, dass das wirklich Gürtel der Kraft. Ist doch wahr. Krummsäbel. Ich hab was anderes gehört. Man nennt sie das anders. Ring der Amulette Eichenhaut. So einen Scheiß hab ich selber. Ring der gewürfelte Erzhaut. Er sollte lieber den Mund halten. Ich werde mich dann. Ach verdammt, ich hätte speichern sollen. Habe ich doch. Ich nehme mal den Ring da. Spaß damit. Und nochmal. Das will doch keiner. Wir sehen uns. Nee, warte mal. Ich lade das kleine. Ich will den nicht haben, den Ring. Ich will mal gucken, was der hat. Da muss man auch mal. Orkisch Kriegshörn. Das ist mal wieder typisch. Wird sich das jemals ändern? Das ist ja schrecklich. Was war das jetzt? Schutz vor Waffen. 5. Das ist doch alles nur Gerede. Ring der Holzhaut. Das habe ich früher. Habe ich eigentlich schon in den Gürtel anlegen? Nee, oder doch? Das habe ich noch gar nicht. Nee. Ich lade jetzt neu. Heute zuletzt gespeichert. Ich will eigentlich den Stärkegürtel haben. So, hier bin ich. Dann sperre ich mal die Augen auf. Immerhin verspricht Hakon eine großzügige Belohnung. Na was? Na komm. Ich denke, ich spinne. Hier ist kein Ring. Ich habe hier alles abgegrast. Ein Ring wäre mir aufgefallen. Ja. Guck mal, fix nochmal unsere gefangenen Scavenger an. Unsere Scavenger-Zucht. Und dann gehen wir runter. Gorga, falls du hier nochmal reinsehen solltest im Nachhinein. Das ist die Quest, die du nicht machen wolltest. Mit den Scavengern. Ich hab sie gemacht. Stärke. Wie geht's auch mit der Eislanze? Das hätte ich auch wissen müssen. Wo bleibt die Musik? Muss ich selber Musik hier einspielen, damit ich wieder hier Probleme mit Urheberrechten kriege in meinen Videos? Nee, das machen wir nicht. Das habe ich schon immer gesagt.
Jo, jetzt speichere ich aber vor dem Kollegen. Dass du das nicht gewusst hast. Ehrlich, ich habe es selbst erlebt. Und glaub ja nicht, dass das alles ist. Er arbeitet auch den ganzen Tag. 50. 50. Ja, was haben wir hier eigentlich? Lebensenergie. Das ist doch ich schon grüße lange dich, bekannt. Händler. Irgendwer muss die Arbeit ja machen. Da muss man auch mal zu. Ja. Das hatten wir alle schon. So, ich nenne mal die Gürtel der Kraft. Viel Spaß damit. Wir sehen. Was macht denn der Gürtel der Kraft jetzt? Ich habe was anderes gehört. Stärkebonus 5. War doch seine Entscheidung. Das ist ja schrecklich. Da kannst du eh nicht. Nehme ich einen Stärkebonus oder warte mal. Ring der Lebenskraft. Warum habe ich das Ding eigentlich noch nicht angezogen? Das ist mal wieder typisch. Ring der Holze, Schutz vor Pfeilen. Wenn er das Steinhaut, Schutz vor Pfeilen. Gravierter Ring. Keine Ahnung, sag du es mir. Was war das? Amulett der Stärke. Ich glaube da nicht dran. Das interessiert mich nicht. Okay. Meinst du, mir geht haben wir ein bisschen stärker mehr. Ist auch nicht verkehrt. So, Leute. Und jetzt würde ich sagen, was haben wir jetzt noch offen? Gerüstet gegen die Orks. Die letzte Ruhe. Was war denn letzte Ruhe? Auch das Ding. Ja, ich weiß, was das war. Das war hier auf dem Weidenplateau. Ich glaube, da müssen wir gegen die Orks kämpfen. Ja, und in der nächsten Stream will ich hier... Wie viel Power brauchen wir eigentlich noch? Der erzähle ich gar nichts mehr. Wie viel? 1000 Erfahrungspunkte. Ach Quatsch. Immer wieder. Von was kriegen wir noch Frauenverschwörung? Da müsste ich wirklich erstmal mir nochmal nachhelfen. Belial-Schreine. Ja, von Unmenschen Minecrawler-Platten für Matteo. Bessere Preise. Das ist doch kein Geheimnis mehr. Sag mir nicht, dass du das nicht gewusst hast. Wenn ich jetzt nicht ob ich die jetzt schon kriege, die besseren Preise, also die jetzt noch in dem Stream kriege. Keine Ahnung. Wenn ich die Herrschaft übernommen habe, dann möget ihr kommen und ich werde euch eure Hilfe lohnen. Nicht lange danach wurde der Spezialtrank, könnte ich das gleich machen, oder? Der heilige Argon dachte eine Zeit. Ich grüße dich, Meister. Was für Pflanzen kann ich bei dir erwerben? Wir sehen uns. Wir sehen uns. Wo wollte ich jetzt hin? Warte mal. Ich gehe doch nochmal. Ich habe mich gerade spontan hier. Ich wundere mich über gar nichts mehr. So einiges gehört. Ich werde mich da nicht einmischen. Ich wundere mich. Hallo, Sralauf. Keine Ahnung, sagt du. Ich kann das nicht glauben. Sag mir nicht, du hast das nicht gewusst. Ich wäre mir da nicht so sicher. Ich höre, dass wir den dunklen Schatten fix noch probieren, ob das so schnell geht oder nicht. Warte mal, was wollte der? Bodo von Sickershof hat im Wald so Schatten gesehen. Ich wollte ihn so nachsehen, ob es sich dabei wird, tatsächlich um große böse Orks handelt. Oder nur um einen Feldräuber. Das kann ich ihm jetzt schon sagen, dass das Orks sind. Ich habe die nämlich gesehen, dort hinten, wo die Banditen im normalen Spiel hocken. Wie lange ist das hier eigentlich in dem Ding? 13. 51. Scanner anschmeißen. Goblin Skelett. Mit denen wurden wir doch eigentlich fertig.
Kuddeluddel. Na, komm her. Na, wo? Da ist nichts zu holen. Und hinten waren Orks gewesen, das weiß ich. Menschenfleisch. Attacke. Töte 4 Goblins und bring ihre Äste zu mir. Noch mehr? Orksbär. Krieg ich hier eine Nachricht für die Quest hier, oder? Ja. Feigling. Er rennt mit sonst was vielen Typen hier auf die Velaya rauf. Wer ist denn da der Feigling, hä? Oder muss ich die erst kaputt machen, damit das kommt? Ich glaube schon. Wo ist der Bodo? Das ist der Fellan dort. Ich brauche aber den Bodo. Ist das doch der Bodo? Ja, ist er. Da ist er ja. Hey Mann. Wegen. Ja? Hm. Und was machen? Alles, wie man sich's nur wünschen kann. Ich hab schon mit dem Bauern gesprochen. Er lässt mir weitgehend freie Hand. Ich mache hier aus dem Pachthof einen Pracht. Na, wenn du so gut arbeitest wie. Naja. Mach's gut. Okay. Haben wir ja noch ein paar Viecher, die wir klatschen können. War nicht schlecht, dass wir hier noch die Erfahrung für die nächste Stufe zusammenkriegen, für die Horst. Nee. Aber hier hinten waren wir doch auch schon. Hier lebt nichts mehr. Warte mal, ich geh gleich mal zu Sagitta, vielleicht können die mir was beibringen. Aber die wollte da irgendwas haben dafür. Was war denn das? Innerst Schreine zerstören. Ja. Hallo, Sagitta. Ich benütze sie her. Oh. Teuer. Scheiße. Warte, warte, warte. Das haben wir gleich. Pass auf dich auf. Mm.
25. 500 müsste das kosten. Hallo, Sagitta. Ich benötige sie her. 20. Jawohl. Ja. Pass auf dich auf. Jetzt mache ich dort noch so viel Orks platt. Mit hier meiner Mana. Ich gehe aber erstmal schlafen. Apropos schlafen. Hast du bestimmt ein Bettchen hier für mich? Hm? Gut, Sagitta hat kein Bettchen. Ach, Tablet halt die Schnauze. Ich gehe jetzt noch fix zu. Schlafen. Zum Segob. Oder zum Fellan. Also Segobs Hof, fertig. Dann hole ich mal ein, zwei Orks dort hinten. Noch mit dem Feuerball. Dann, sobald ich die Erfahrung für die nächste Stufe habe, gehe ich zum Myxier. Lass mir die Eislanze zeigen. Dann hole ich mir die restlichen Orks. Ob ich mir die restlichen Orks schon in dieser Folge hole, weiß ich noch nicht. Wäre schlecht, wenn die Islands auch gegen die Ork-Eliten helfen würden. Nur so habe ich wieder volles Mana und ich habe auch keine Angst vor Dunkelheit zu haben. Finsternis. So, wo sind die Dinger jetzt? Da hinten. Speichern. Der hakt aber bestimmt gleich auf mir rum. Nee, der ist zurückgelaufen. Scheiße, geht daneben. Na, wo ist er? Da ist er. Na? Jawohl, ja. Ich bin doch kein Metzger. Stadt. Ja, Stufe gestiegen. Ich hätte zwar stark gelernt können, aber. Er erzählt alles weiter. Das ist ja schrecklich. Da schwebte eine Zigarette. Dieser Landstreicher kommt, um mich an mein Versprechen zu erinnern. Damit er nicht vor allen erzählen kann.
kann, dass er mir das Leben rettete und ich in seiner Schuld stehe, werde ich ihn... Meine Verehrung, Priester Adanos. Welche Zauber... Island, so war das. Eigentlich. Die Eislanze will ich haben. 100. Eislanze 5 für 100 Schaden. Ja, was brauche ich noch dazu? Muss ich gleich mal gucken. Auf Wiedersehen. Habe ich das alles schon? Ich speichere das jetzt mal hier. Und so befahl der Fürst seinen Dienern den heiligen. Rune hergestellt. Legen wir die Eislanze mal auf die Nummer 6. Ja, keine Mana mehr, ich weiß. Und hinten war doch noch ein Ork. Schamane. Ein Orschak. Ein Orschak. Ich bin mal gespannt, ob die gegen Jork-Eliten auch helfen, die Dinger. Oder die Echsenmenschen. Was der Echsenmensch dazu sagt. So. Warum zielst du denn nie auf den dort unten? Trifft natürlich wieder eine alte Scheiße. Jawohl, ja. Wieso kostet das auf einmal 20? Wieso kostet die Rune mehr? Was ist denn das für ein Käse? Bleib stehen, Mora. Halt die Fresse. Fünf für 25. Fünf für 25, genau das gleiche. Och Mensch, das ist doch scheiße. Ja, voll in verarscht haben sie sich hier. Dann will ich jetzt was anderes wissen. Thank you.
will das mal beim Echsenmenschen ausprobieren. Bei der Orgelite, da müssten wir wieder so weit latschen. Das ist auch scheiße. Ob die Ork-Elite darauf anspricht. Ich werde jetzt keine hier stundenlang plätten, keine Ork-Eliten. Aber wie gesagt, ich will nur wissen, ob das denen was macht. Der Feuerball, der macht dann mal gar nichts. Ein bisschen taktieren hier mit Feuerball, Pfeil, Feuerball und der Eislanze. Hier unten stand der Echsenmensch. Ich speichere jetzt aber schon mal hier, falls mir doch noch irgendein Geschmeiß in die Quere kommt. Hier unten war das Ding. Echsenmensch da. Natürlich schießen wir wieder daneben. Hier das jetzt mal nicht ab. Ich will bloß wissen, wie gesagt, ob das was hilft gegen die Eliten. Dann müssen wir noch mal rausfinden, wie wir irgendwo Mana hier brauen können, Mana-Tränke brauen können. Und dann geht's los gegen die Ork-Eliten und gegen die Echsenmenschen da hinten. Feldräuber. Hier komme ich ja nicht hoch, oder? Doch. Ach nee, Mensch. Ich will doch nur was ausprobieren hier. Prall dann überall ab. Krieger. Ja, Wahnsinn. Also es zieht denn schon mal was ab, aber was es denn abzieht, das ist ja lächerlich. Kommen die überhaupt hier hoch? Nee, ich lade das Ding hier wieder rein, was wir gerade hatten. Der Geysir wäre natürlich besser, also Eiszauber und Wasserzauber brauche ich da. Ne, okay, pass auf. Wir machen für heute Feierabend hier. Wie gesagt, ich habe gerade gespeichert, aber
Wir stellen uns jetzt richtig schön auf das Feld. Beim wir stellen uns hier vor der Scavenger-Zucht. So. Und damit würde ich sagen, speichern. So viel zum Speichern. Nehmen wir das nächste Mal die 49. Gut, okay. So. Oh ja, dann gibt's mir doch, ja. So. Dann sag ich ganz einfach, ja. Dankeschön fürs Zusehen. Im Stream wie im Nachhinein. Ich wünsche euch allen eine schöne Nacht. Einen schönen Tag. Einen schönen Feierabend, frohes Schaffen, wie auch immer. Ich wünsche euch ein wunderbares Leben. Und damit verabscheue ich mich und sage auf Wiedersehen.